Guten Abend. Herzlich willkommen zu diesem Abend. Wir haben uns vorbereitet, wir haben gebetet. Echt? Ja, doch. Ich hoffe, du hast dich auch vorbereitet. Ja. Und wir sind gespannt. Wir haben sehr viel auf dem Herzen und wir sind gespannt, wie wir heute Abend all diese guten Worte unterbringen. Und wenn sind auch ein paar kritische Worte dabei. Okay, auch kritische Worte sind gut für uns, wenn sie uns in eine neue Richtung oder in eine neue Richtung bringen und auch wenn sie ein bisschen feinjustierend in unserem Leben wirken. Amen. So, und wenn du heute Abend dir freigenommen hast, wenn du gesagt hast, okay, ich möchte heute Abend einfach jetzt bei Gottes Haus mit dabei sein, dann hast du bestimmt einfach diese Sehnsucht im Herzen, dass der Herr deinen Kopf erhebt, dass er dir Ermutigung schenkt. Und der Paulus spricht davon, dass Erfrischung und Erquickung vom Angesicht des Herrn kommen. Und der Herr ist der, der ein Türöffner ist, der Türen verschließt, wo der Feind uns nicht mehr attackieren und erreichen kann. Und er ist der große Unterschiedmacher in unserem Leben. Es wird und muss einen Unterschied geben zwischen denen, die Gott dienen und denen, die Gott nicht dienen. Amen. Und wir wollen Gott ehren, wir wollen ihn anbeten. Und lass uns als erstes miteinander im Gebet vor den Herrn treten, dass wir ihn erheben, der über unserem Leben wacht. Vater im Himmel, wir preisen dich und wir ehren dich, dass du der Anfänger und Vollender unseres Glaubens bist. Wir danken dir, dass du uns gesetzt hast, dass du uns berufen hast. Danke, dass du jeden, der jetzt hier zugeschaltet ist, dass du sein Leben haben möchtest als ein wohlgefälliges Opfer, was dir gehört und was zu einer bestimmten Berufung gesetzt ist. Herr, wir danken dir, dass deine Pläne ewige Pläne in unserem Leben sind. Ja. Wir danken dir, yes, dass diese Pläne, die du für unser Leben hast, dass sie zur Vollendung kommen werden. Wir danken dir, dass du uns heute Abend stärkst, ermutigst, auferbaust, erquickst durch dein Wort und dass du uns wirklich Richtungsweisung geben willst. Vision, einfach, ja. Vision, wirklich eine gerade Linie, eine Ausrichtung. Herr, wir brauchen so dringend deine Zuversicht, deine Hoffnung in unserem Leben, dass wir vorankommen, dass wir weiterkommen mit dir und dass wir gefestigten Schrittes weiter unseren Lauf des Glaubens laufen. Amen. Amen. So, Amen. Wir haben diese Woche wieder beobachtet, wie es im Land aussieht, wie so die Stimmung im Land ist. Und ich nehme das immer wahr, wenn ich unterwegs bin in der Stadt, wenn ich bestimmte Aufgaben erledigen muss. Und dann schauen meine Augen auf die vielen Menschen, die jetzt wirklich total vermummt durch die Gegend laufen. Viele kann man nicht einschätzen, weil man nicht weiß, lächeln sie oder sind sie gut oder sind sie nicht so gut zu sprechen oder wie ist die Stimmung? Und wir sind alle in dieser Woche wahrscheinlich so, dass wir sagen, ah ja, es tut sich ja was, es öffnet sich ja langsam etwas. Aber insgesamt empfinde ich die Stimmung im Volk und im Land immer noch als sehr bedrückt, sehr begrenzt und sehr Angst besetzt. Erst hatte man Angst vor der großen Infektion und jetzt hat man Angst, dass man irgendwie erwischt wird und irgendwas falsch gemacht hat und die große Strafe jetzt angesetzt wird. Und wir wollen heute Abend über regierendes Gebet sprechen. Wir wollen sprechen über die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Wir wollen sprechen über wie arbeiten Dämonen in unserem Leben, aber auch im Leben eines Volkes, eines Landes, im Leben
aller Völker, weil es, weißt du, Dämonen kennen keinen Unterschied. Sie finden nicht nur deutsche Leute attackierenswürdig oder nur Engländer oder Franzosen, sondern die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt sind aktiv weltweit. Und das wollen wir im Fokus behalten. Und du wolltest noch was sagen zur Stimmung, zur Situation im Land? Soll ich wirklich? Fang mal an. Viele von euch haben das mitbekommen, dass gerade vor wenigen Tagen es einen Skandal im Innenministerium gegeben hat. Und zwar war es so, ein Beamter hat tatsächlich eine Ausarbeitung über das Thema Corona und die Maßnahmen, die getroffen worden sind, gemacht. Und dieses Papier gelang an die Öffentlichkeit und grassiert momentan. Und die Medien und die Politik versucht alles, um das irgendwie wieder einzufangen und runterzuschwätzen. Und da habe ich ein paar Informationen für euch, weil diese Sache ist sehr interessant. Wie gesagt, weil sie von durchaus kompetenter Stelle erstellt worden ist. Ja, das ist folgendermaßen: ein Oberregierungsrat im Bundesinnenministerium war das. Also das war nicht irgendein kleiner Zuarbeiter, sondern ein Oberregierungsrat. Der ist in der Abteilung Krisenmanagement und Bevölkerungsschutz und ist Referent für ein Referat, das nennt sich kritische Infrastrukturen. Da ist er der zuständige Referent, ist 57 Jahre alt. Wahrscheinlich ist es, die Presse sagt, es wäre Stefan Kohn. Und er hat also ein Papier erstellt, Corona-Krise 2020 aus Sicht des Schutzes kritischer Infrastrukturen, also von seinem Ressort aus. Allein daher hat er die Sache beurteilt und hat entsprechend da ein Papier verfasst. So, das kann man als Fundamentalkritik an den Maßnahmen, die momentan getroffen sind, werten. Der Herr Kohn sagt, die Kollateralschalen der Schutzmaßnahmen. Die Kollateralschäden. Ja, Schäden. Die sind, also das, was da alles noch da mit einhergeht, ist um ein Vielfaches größer als der erkennbare Nutzen von den Maßnahmen. Die gesundheitlichen Folgen, auch von den wirtschaftlichen ganz zu schweigen, wären katastrophal. So sind angeblich 2,5 Millionen Menschen infolge der Regierungsmaßnahmen nicht in Krankenhäusern betreut worden, nicht operiert worden, sind einfach, was nicht passiert ist. Ne? So, man weiß jetzt natürlich nicht, was das für Folgen hat, aber solche Sachen, auch mit verlässlichen Zahlen, hat er eben ausgearbeitet. Und er sagt, dass die Schutzmaßnahmen inzwischen also Infrastrukturen im Staat massiv gefährden und dass es tatsächlich so aussieht, dass das zusammenbrechen kann und fatale Folgen hat. Ne? So, dann hat man also versucht, das einzufangen, nachdem das publik wurde, hat den Typ erstmal vom Dienst suspendiert. Jetzt läuft ein Disziplinarverfahren gegen ihn und es wird gesagt, das ist eine private Meinung, der hat das sozusagen als privates Hobby gemacht und hat es dann auf Briefpapier des Bundesinnenministeriums so publik gemacht. So nach dem Motto, da hat er sich was geleistet, der kriegt was auf die Mütze. Ja? So, es sieht so aus, als ob er seine private Meinung da zum Besten gegeben hätte und deshalb jetzt zur Rechenschaft gezogen wird. So wird es in den Medien dargestellt. Ne? Auch ein Dienstverbot hat er bekommen. Genau. Das Papier ist eigentlich 192 Seiten lang, also eine richtige Ausarbeitung. An der arbeitet er seit März. Und es gibt eine Kurzform von 93 Seiten. Ne? So, er hat dieses Papier, diesen Zwischenbericht, den hat er an Kollegen und Vorgesetzte weitergegeben und ist zumindest teilweise auf Zustimmung gestoßen. Die Arbeit, die er gemacht hat, war im Ministerium bekannt. Es war nicht so, dass der irgendwie privat heimlich still und leise was gebastelt hat, sondern es war ein offizielles Ressort, sein Bereich, und der hat daran gearbeitet. Und der hat das auch weitergeschickt. Es gab auch keine Hinweise oder Anordnungen, dass er das einstellen soll, die Arbeit, sondern es war im Ministerium durchaus wohl gelitten, sage ich mal. Ja? Und er hat das auch an seine Referatsleiter weitergeleitet und die selbst haben das zur Kenntnis wiederum an übergeordnete Stellen weitergeleitet. Die Aussage, dass er nicht zuständig gewesen ist, ist also nicht real.
Ne? So, und genau, er hat das Ganze aus dem Ressort, für das er verantwortlich ist, hat er das Ganze geschildert. Und das sind Recherchen oder? Ja, das ist eine Ausarbeitung über die Auswirkungen, die momentanen Auswirkungen der Corona-Maßnahmen, die die Regierung getroffen hat. Der Mann ist SPD-Mitglied, langjährig und ja, wie soll ich mal sagen, ist schon mal vor einigen Jahren aufgefallen, und zwar war das 2018, da hat er eine Sache publik gemacht, und zwar enttäuschende Erfahrungen mit der evangelischen Kirche beim Thema sexuelle Gewalt. Das war deshalb, weil er als Junge Missbrauchserfahrungen mit seinem Pfarrer gemacht hat. Und das hat er öffentlich gemacht, das hat er publik gemacht. Ich meine, der Mann ist 57 Jahre alt, wenn das 2018 war, dann ist er also dann schon im gesetzten Alter. Ja, und der hat also durchaus den Willen, Sachen, die totgeschwiegen werden, ans Licht zu bringen. Wie gesagt, Oberregierungsrat, 57 Jahre alt und jetzt erstmal der Buhmann der Nation. So, dieses Papier ist sehr interessant. Und weißt du was? Wir haben es. Du kannst es, wenn du möchtest, das PDF gerne bei uns anfordern. Wir schicken es dir zu. Es ist sehr wichtig, dass diese Ausarbeitung nach unserer persönlichen Meinung, weil sie tatsächlich eine solide, seriöse, mit absolut verlässlichen Zahlen aus dem Bundesinnenministerium erarbeitete Stellungnahme ist, wenn die publik wird und wenn du die weiterleitest. Also ich denke, das ist etwas, was wir wirklich ja, gerne weitergeben. Die hat uns jemand zugesandt und wir halten das für sehr wichtig. Weißt du, es wird momentan so viel vertuscht, so viel runtergedrückt, so viel Political Correctness. Und inzwischen ist es ja so, ich weiß nicht, ob du das schon mitbekommen hast, dieses Ding hier, das Grundgesetz, ist zum Zeichen des Widerstands geworden. Das ist inzwischen das Zeichen, womit man gegen eben die Aushebelung von unseren Grundrechten demonstriert. Und ich habe einen Clip gesehen, das war, weiß nicht wo, in Thüringen oder Sachsen, da wurden Leute, die das Grundgesetz einfach nur in der Hand hielten, wurden von der Polizei angeschnauzt, sie müssen das sofort wegstärken, was sie da machen, wäre politische Agitation. So, das ist etwas, was nicht in Ordnung ist. Jeder Beamte, soweit ich weiß, legt sein Eid auf das Grundgesetz ab, keine Ahnung. Aber das ist etwas, wo wir im Grunde genommen sagen, hier, das ist die Basis unserer Demokratie. Wenn die ausgehebelt wird, bewegen wir uns in eine richtige Diktatur rein. Und kein Mensch weiß, was da an Maßnahmen auf uns zukommt. Also wie gesagt, ganz hier zu Anfang mal diese Sache. Stimmungsbeschreibung im Land. Genau, du kannst das gerne bei uns bekommen. Wir schicken es dir, wie gesagt, zu, das Papier. Und genau, und damit wollen wir das dann auch jetzt hier beenden. Amen. Ja, aber wir wollen gleich, das war jetzt die Sicht im Natürlichen. Versteht ihr, es ist ganz wichtig, dass wir eine Sicht im Natürlichen haben, was passiert um uns herum, denn wir leben ja in der Welt. Und dann brauchen wir diese übernatürliche Sicht, die Gott uns gibt, durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, wenn du ein Kind Gottes bist, wenn du bekehrt bist, wenn du Ja gesagt hast zu Jesus, dann ist der Heilige Geist in dir. Und dann wird er dir auch helfen, dass du eine geistliche Sicht der Dinge, die um dich rum passieren, erfassen kannst. Wir leben in diesen beiden Dimensionen, mit den Füßen fest auf der Erde, aber mit dem Kopf im Himmel. So hat das Reinhard Bonke mal gesagt. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil wir leben in dieser Welt. Du hast Bekannte, du hast Nachbarn, du hast Familie. Und was wir jetzt feststellen, das ist, oder auch was Leute uns schreiben als Gebetsanliegen, es geht im Moment ein Riss durch diese Gesellschaft, auch durch Gemeinden, die einen, die sich ganz maskenkonform verhalten und die anderen, die sagen, Mensch, ich habe ganz andere Informationen. Also versteht ihr, wir sind noch nie so herausgefordert gewesen. Welche Informationen holen wir uns? Von was lassen wir uns beeinflussen? Wer darf bestimmen, was ich mir an Informationen hole? Und welchen Informationen schenke ich Gehör oder glaube ich? So, und wir sind, Entschuldigung, wir sind Leute, die
himmlische Dimension haben und haben wollen. Ja. Und wir wollen diese Dimension in unserem Leben wirksam sehen und wir wollen sie in deinem Leben wirksam sehen. Und deswegen wirst du wahrscheinlich heute oder spätestens morgen einen Freundesbrief von Gottes Haus in deinem Briefkasten gefunden haben. Ja, ich weiß nicht, ob du... Nicht jeder, aber viele haben ihn schon heute bekommen. Wir haben auch geniale Rückmeldungen davon bekommen. Und dieses Mal dreht es sich tatsächlich um diese Himmelsdimension, die in das Natürliche hineingreift. Ja. Martin hat ein prophetisches Wort von Gott empfangen. Und wir haben das hin und her bewegt in den letzten 2 Wochen und haben immer überlegt, wie können wir das euch nahe bringen? Was für ein Weg gibt es da? Und so haben wir das jetzt in den Freundesbrief aufgenommen. Da hast du es schriftlich, das kann man nachlesen. Du kannst den, also wenn du dieses prophetische Wort, das ist länger, ja, also das ist durchaus ein längeres Wort, nach unserem Dafürhalten sehr mächtig. Du kannst also diese Freundesbriefe gerne auch bei uns bestellen, wenn du sagst, ich brauche für einen Hauskreis oder zum Weitergeben 10, 20 Stück, dann schreib uns einfach ein Mail, ja, wir haben also reichlich davon. Ja, ich weiß, dass für verschiedene Leute, vielleicht gehörst du dazu und es ist nicht schlimm, solche prophetischen Worte eine Herausforderung sind, weil prophetische Worte beschreiben etwas, was wir noch nicht haben, was wir noch nicht sehen, was noch nicht ist. Und es fordert unseren ganzen Glauben heraus, es zu ergreifen. Viele von euch haben bestimmt schon im Laufe der Jahre prophetische Worte bekommen. Und die einen haben gesagt, also weißt du, vor 30 Jahren habe ich schon sowas gehört und in der Zwischenzeit habe ich mich distanziert davon. Es ist ja nichts passiert. Ich habe noch nichts gesehen von der Erweckung und all diese Dinge. Aber es gibt auch andere Leute, die haben auch vor 30 Jahren schon prophetische Worte gehört für unser Land. Und sie sind dabei geblieben und sagen, ja, wir beten immer noch, dass es eine Veränderung in unserem Land gibt. So, und wenn ich jetzt in so einer Krisensituation, wann denn sonst? Ja, so und die ersten ganz frischen Rückmeldungen, die will ich euch vorlesen, damit ihr wisst, es ist nicht etwas, was komisch ist oder was nur Martin und ich so empfunden haben, sondern da gibt es wirklich Leute, die schon lange beten, die für unser Land ringen, die für die Christenheit in Deutschland ringen, die für sich selber, ihre Familie, ihre Umgebung wirklich den Vater im Himmel beknien, dass sich eine Veränderung im Leben von Menschen den einstellt. Himmel bestürmen, sagt den man ja Himmel das, bestürmen. Sagt man das genau. Schön, ne? Jemand hat geschrieben, ein gewaltiges prophetisches Wort, das du von Gott für das Volk Gottes empfangen hast. Wirklich gewaltig und wegweisend. Von ganzem Herzen danke dafür. Ich bin sehr ermutigt dadurch und reihe mich ein in die Armee Gottes. Von ganzem Herzen will ich ein neuer Weinschlauch sein und mich für das Neue von Jesus und dem Heiligen Geist gebrauchen lassen. Er bereitet mich darauf vor und ich bin voller Erwartung. Cool. Jemand anders hat geschrieben, ich habe das prophetische Wort studiert. Es ist herrlich. Wir sind dabei. Und das Dritte, ich habe gerade die neue Prophetie in dem Newsletter und auch diese etwas älteren prophetischen Worte gelesen. Wir brauchen das prophetische Wort für Deutschland mehr denn je. Amen. Da wir schon in den 80er Jahren in unserer Gemeinde Prophetien bekommen haben, die von Chaos in der Regierung, von Anarchie, aber auch von gewaltiger
Erweckung, die kommen soll, gesprochen haben, sowie von der vorausgehenden Reinigung, kann ich diese Schau nur bestätigen. Sie wird auch von vielen prophetischen Stimmen weltweit untermauert. So, das hat jemand geschrieben. Wir kennen diese Menschen natürlich, die uns das zurückgemeldet haben. Und wir sind sehr dankbar, wenn ihr wirklich den Herrn fragt, was ist da dran? Was ist wirklich, wie kann ich das nehmen? Wie kann ich meinen Glauben so weit ausstrecken, dass ich dieses prophetische Wort nehmen kann? Martin, jetzt sag mal allen Ernstes. Wie kommst du an ein prophetisches Wort von Gott? Ja. Ich habe ihn vorher nicht wirklich gefragt. Gute Frage. Zunächst einmal sagt die Bibel, also Paulus im Korinther sagt, dass es eigentlich wünschenswert wäre, wenn alle Christen prophetisch reden. Ja? Prophetisches Reden hat nicht aufgehört mit den Aposteln. Ja, prophetisches Reden das hat stimmt. nicht aufgehört, weil die Bibel, der Kanon irgendwie abgeschlossen worden ist oder sowas. Es gibt diese theologischen Konzepte. Prophetisches Reden ist einfach etwas, wo Gott uns informiert, was er tun wird. Ja, da gibt es diese bekannte Stelle in Amos, ja, wo es heißt, Gott, der Herr, tut nichts, was er nicht zuvor seinen Knechten, den Propheten, kundtut. Ja, also er sagt, es gibt Leute, denen sagt er es, damit das Volk Gottes informiert wird. So, und in solchen Krisensituationen wie gerade jetzt, ist es gut, wenn man vorher gehört hat, dass Gott das gesagt hat, ja. dass Gott darauf hingewiesen hat. Ja, es ist etwas, was extrem hilfreich ist und du hättest dich darauf einstellen können, wenn man das Wort ernst genommen hätte. Ja, manche Leute haben das ernst genommen, manche nicht. Jetzt ist für viele Leute es so, wenn das Wort, was sie bekommen haben oder gehört haben, sich nicht in einem, na sagen wir mal, komfortablen Zeitrahmen erfüllt. Überschaubaren Zeitraum. Ja, so 3 Monate, vielleicht 3 Jahre, Jahr 5 Jahre. Und wenn es nach 10 Jahren nicht ist, dann zack, ist es eine falsche Prophetie, weil ist ja nicht gekommen. Hey, es gibt biblische Verheißungen, die haben sich bis heute noch nicht erfüllt, die sind 3000 Jahre alt und die sind trotzdem wahr. Ja, sind absolut trotzdem wahr. So, das wissen wir. Und wir müssen davon wegkommen, prophetisches Reden nach unserem Verstand zu beurteilen, sondern das ist etwas, wo wir sagen, okay, das sagt Gott. 2 Beispiele. Mehrere Propheten, unter anderem Lauren Cunningham hat da prophetisch geredet, haben den Fall der Mauer vorhergesagt. Und die wurden ausgebuht, wurden ausgelacht, wurden als Spinner dargestellt. Das war wenige Monate vorher, weil es so unrealistisch war. Genau. Ja? So, von denen, die ihn als falschen Prophet beschimpft haben, ich weiß nicht, ob die sich hinterher entschuldigt haben oder ob die das rückgängig gemacht haben. Mhm. Ja? So, 2. Punkt ist, eine Menge von amerikanischen Propheten haben vorhergesagt, dass Trump Präsident wird. So, das war politisch bei uns nicht opportun. Ja? Bei uns war Trump Unperson. Trampel, ja, der wurde in den Medien, wird bis heute, als der größte Trottel dargestellt. Tatsache ist, er ist ein super erfolgreicher Präsident, der das, was er sich vorgenommen hat, rasant gut umsetzt. Ob das alles wünschenswert ist, ist was anderes, aber seine Ziele setzt er wirklich gut um. Und ohne jetzt auf Trump da im Detail einzugehen, die Propheten haben es vorhergesagt. Ich persönlich habe mehrere Mails bekommen, weil ich so eine Prophetie einfach mal in einem anderen Rahmen von so einem Seminar weitergegeben habe, wo ich beschimpft worden bin, wie ich solche offensichtlich falsche Prophetien weitergeben könnte, weil das wäre ja alles völliger Schwachsinn und das wäre und so weiter. Das heißt, das hat nicht gepasst ins Bild, ja, weil wir waren alle Obama-mäßig eingenordet, ja, und auf einmal kommt da so jemand, der eben überhaupt nicht hineingepasst hat in das, was uns verkauft werden sollte und sofort wurde die Prophetie daran oder die Prophetien daran gemessen. Mhm. Tatsache ist, Trump ist Präsident geworden, die Propheten haben recht gehabt. Ich habe von niemandem eine Rückmeldung bekommen oder eine Entschuldigung oder irgendwas, dass sie gesagt haben, hier, okay, ich habe da falsch gelegen. Ja? So, und wir müssen aufhören, Prophetie an unserem Erfahrungsschatz, an unseren Erfahrungswerten zu beurteilen. Prophetie ist nicht, hat nichts mit unseren Erfahrungen zu tun. Prophetie ist ein Reden Gottes und das kann Jahre dauern oder das kann Minuten dauern, bis sich das realisiert. Und bitte, es gibt auch häufig den weltweiten Aspekt. Ja? Ja, das viele stimmt. Leute gucken nicht über ihren Tellerrand oder über ihre Gemeinde hinaus und beurteilen, ob da Prophetie realisiert hat. Ja? Und weltweit läuft ganz was anderes.
Aber das ist nicht die Antwort auf deine Frage gewesen. Nein. Ich hätte jetzt noch mal gefragt. Also? Zunächst einmal ist es so, wenn du... Warte mal. Martin hat ja ein Buch geschrieben, Meine Entdeckungsreise im Himmel. Mich erinnern prophetische Worte immer ein bisschen an dieses Buch. Weil du hast damals gesagt, ich tue mich so schwer damit, es zu veröffentlichen, das weil stimmt. Es kommt aus meinem tiefsten Herzen und es kommt in der Verbindung mit dem Herrn und was er mir sagt. Und das ist so differenziert, das ist so speziell. Ich weiß nicht, ob jemand damit was anfangen kann. Und wenn ich mir das, wenn ich das jetzt alles auf den Tisch packe, wer weiß, wie die Leute es zerreißen. Und eigentlich ist es mir sehr heilig. Ja, jetzt das ist so, tatsächlich so. Ist das ja ähnlich ein also bisschen. Also jedes Mal brauche ich einen tatsächlichen Schubser vom Herrn, der sagt, also ich möchte, dass das publik wird, weil es sind schon Sachen, wo du sagst, naja, du gibst was weiter, was du sagst, das ist mir heilig, das habe ich vom Herrn empfangen. Und ich sage es mal so, wenn du es publik machst, der größte Trottel kann es zerreißen und kann dich beschimpfen und kann irgendwas damit machen. Also wo du sagst, naja, also ein bisschen muss man aufpassen, dass man die Perle nicht vor die Säue wirft. Aber wenn der Herr sagt, ich möchte, dass das rausgegeben wird, und das war hier in dem Fall, wird also richtig explizit, ja, wo ich wirklich den Auftrag bekommen habe, ich möchte, ja, dass du folgendes Wort an mein Volk in Deutschland weitergibst. Gut, also dann gibt es da jetzt auch kein Vertun, dann so nach dem Motto Augen zu und durch. Es ist ja so, wenn du ein prophetisches Wort weitergibst, du kriegst Dresche. Das ist nicht so, immer. Nicht dass, immer? Doch, immer. Es ist nicht so, dass die Leute jubeln. Na ja, gut, wenn du eine Veranstaltung hast, ist es vielleicht mal anders. Aber so das Publikum machst. Es gibt Leute, die schreiben einen an, ja, wie jemand jetzt, der hat gesagt, ja, vor 30 Jahren habe ich das auch geglaubt, jetzt bin ich nüchtern geworden. Ja, und prüfe das. Ja, und tut dann unsere Prophetin kritisch beleuchten und so weiter, was völlig in Ordnung ist. Aber wie soll ich mal sagen, du machst ja nicht unbedingt nur Freunde damit. Das ist nicht politisch korrekt. Ja, du sagst, okay, Gott hat gesprochen und da bist du verletzlich. Ja? Yeah. So, die Leute denken immer, da kommt ein Prophet hin, lässt die Hosenträger schnalzen und tut sich jetzt so selbstherrlich darstellen, so nach dem Motto, ich sage euch jetzt mal, was Gott sagt und ihr müsst alle parieren. So ist das nicht. Mm. Ja, im Gegenteil ist es so und du guckst dir das in der Bibel an, du kannst dir das wirklich angucken, wo Propheten geredet haben, die waren häufig unter Stress, unter Problemen, unter Bedrückung und die waren im Gefängnis und so weiter. Das lesen wir auch im Hebräerbrief, wie die behandelt worden sind und so weiter. Es ist nicht so, dass du einfach das Wort weitergibst und alles jubelt und applaudiert dir. Ganz und gar nicht. So, und von daher ist das eine schwierige Geschichte. Bei mir ist das so, erstmal, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Wenn du prophetisch reden was empfangen möchtest, dann musst du auch darum bitten. Musst es dich einfach dem Herrn dein Herzensverlangen vermitteln. Ja? Ich habe das viele Jahre lang gemacht in den 90ern. Ja? Und das war ein Gang, ein wo Wachstum. Wir weitergegangen sind. Das war aus kleinsten Anfängen Wachstum. Da habe ich das jemand gegeben zum Prüfen und so weiter. Da waren auch ein paar Sachen. Stimmt. Einfach, weißt du, wie, keine Ahnung, jemand, der Klavierspielen lernt, der muss getrainiert werden. Ja? Inzwischen ist das so, dass ich häufig entweder nachts aufwache und der Herr irgendwas zu mir sagt, wo ich dann anfange, einfach das mitzuschreiben. Aber noch mehr ist es so, dass ich irgendwie unterwegs bin, inzwischen, manchmal sogar auch im Auto, und ich merke, dass der Herr mir einen Text diktieren möchte. Also ich bekomme das wie ein Diktat. Und das ist interessant, ich komme aus der Nummer auch nicht raus. Also du kannst jetzt nicht sagen, okay, das passt mir jetzt nicht, ich möchte den das weglassen oder ich mache das. Ja. Geht nicht. Das muss so, das stoppt. Wenn ich stoppe, stoppt das auch. Ja? Also muss wörtlich so geschrieben werden. Also so ist das bei mir. Andere Leute haben das anders. Ich meine, wenn man beim Gebet für Leute ist, ist das auch wieder anders. Dann kommt das viel spontaner. Bei mir ist es eher so, dass ich, während ich Bibel lese, während ich bete, während einer Gebetszeit, höre ich, wie Gott spricht. Höre ich, wie er durch sein Wort zu mir spricht, wie er durch sein Wort mir Worte gibt, die für den anderen da sind, als eine Stärkung, Ermutigung und Erfrischung.
merke ich, wie er mir durch Wahrnehmung, sagen wir mal durch Wahrnehmung auch jetzt so, wo wir vorhin drüber gesprochen haben, durch Wahrnehmung von der Situation im Natürlichen, schenkt er mir Offenbarung, wie er die Dinge sieht. Und manchmal kommt es zu einer, zu einem Feinjustieren, dass wenn ich vielleicht, ja, sagen wir mal ein Beispiel, wenn ich aufgebracht bin über das, was ich sehe und dann zum Herrn gehe und sage, guck dir das doch mal an und ist das nicht und alles so. Und er sagt dann, mein Kind, du kannst unbesorgt sein. Ich habe die Dinge in den Händen und meinen Händen entgleitet nichts. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende, der Erste und der Letzte. Und so spricht Gott zu mir. Und dann höre ich, wie er mir prophetische Worte gibt für die Situation, die sich verändern wird oder wo es noch eine Weile dauert oder wo ich einfach wieder in sein Fahrwasser komme. So, das ist bei dir anders und es gibt noch wahrscheinlich viele Variationen, wie man prophetisch reden, lernen kann, hören kann, schreiben kann. Wichtig ist... Malen kann. Absolut. Tanzen, Flaggentanzen. Tanzen, alles. Es gibt so prophetischer Ausdruck. Wir dürfen prophetisches Reden nicht nur auf das eine begrenzen. Absolut. Das ist ganz wichtig. Ja. Also prophetisches Malen kann teilweise extrem stark sein, weil extrem. Dann natürlich auf eine ganz andere Ebene Emotionen und so weiter vermittelt werden können. Also der Punkt ist, die größte Hürde, die wir in der westlichen Welt, gerade als Deutsche zu nehmen haben, ist, wenn du das empfängst, dann fängt sofort der Verstand an. Ja, und der Verstand fängt sofort an, das zu analysieren und zu machen und zu tun. Und du hast eine Litanei von irgendwelchen Bedenken und irgendwelchen Sachen. Und darauf darfst du nicht hören. Du musst im Grunde genommen sagen, ich bin jetzt hier wie ein Sekretär und ich schreibe das jetzt auf oder ich gebe das jetzt weiter. Ich mache es einfach. Weißt du? Und das kann völlig unlogisch sein. Das kann absolut unlogisch sein. Ich erzähle dir ein Beispiel. Es ist eine krasse Geschichte. Vor, weiß nicht, sagen wir mal vielleicht 8 Jahren oder so, waren wir in einer Gemeinde in Mitteldeutschland zum Gottesdienst und ich glaube, es war ein Pfingstgottesdienst und so weiter, alles super. Und wir hatten dann anschließend noch Ministry Time nach dem Gebet. Und das heißt, die Leute wollten einfach kurzes Gebet und so weiter. Und da hat sich das so entwickelt, dass ich einfach, während ich gebetet habe, für jeden ein ganz kurzes prophetisches Wort hatte. Und das kommt und du darfst nicht nachdenken. Wenn du nachdenkst oder die Leute erst anschaust und denkst, kann das denn passen, dann hast du schon verloren. Du musst einfach das, was der Geist rausbringen will, musst du fließen lassen. Das muss fließen. Je mehr du versuchst, das irgendwie zu manipulieren, also desto schwieriger wird es. Auf kurzem Weg meinst du? Hören und tun. Ja, also sofort weitergeben. Hören und sprechen. Das war folgender Fall. Da war eine alte Frau, also eine alte Frau, die stand da und ohne nachzudenken sage ich, Frau Gottes, du wirst nicht sterben, sondern leben und die Werke des Herrn verkündigen, gemäß dem Psalmwort. Okay, gut, geht zum Nächsten, das war ein jüngerer Mann und sagt zu dem, und du wirst aufs Missionsfeld gehen. Hier, ich sage das nie normalerweise, das ist überhaupt, also solche Leute sagen. Gar nicht deine Denke. Überhaupt nicht. ist auch, glaube ich, der einzigste Fall, dass ich mal zu jemandem das gesagt hatte. Das stimmt. Wo der hinterher sagt, bist du denn verrückt? Aber das war so. So, wir haben danach weitergezogen und alles gut. Etwa 5 Jahre später, 5 Jahre später, treffe ich diese alte Frau wieder. Die hatte nie mit uns Kontakt aufgenommen, hatte uns nie was geschildert. Die war mal bei irgendeiner Veranstaltung, Konferenz oder was da. Ja. Und die sagte, ach, ich will dir das nochmal erzählen, was da eigentlich passiert ist. Und die hat erzählt, weißt du, als das Wort kam, habe ich mich darüber geärgert. Denn, was hatte die, Krebs war das, glaube ich. Ne? Die hatte alle möglichen Krebstherapien durch und so weiter, mehrere Behandlungen.
und hatte jetzt Krebs im Endstadium und sie hatte bereits mit ihrem Leben abgeschlossen. Sie hatte, wie man so schön sagt, ihr Haus bestellt, das mit den Kindern gemacht, das mit dem Erbe gemacht. Sie verabschiedet. Sie war so, die hatte sich schon verabschiedet. Es war alles gelaufen für sie und sie war jetzt nur noch bereit, vom Herrn, dem Herrn entgegenzugehen. Und dann kommt da so ein rüpulöser... Ja, es war nett. Ja, und der sagt einfach so ein Wort, ohne nachzudenken. Ja, und das hat die geärgert. Sie hat gesagt, ich habe daran zu knabbern gehabt. Und dann hat sie da ein paar Stunden dran rumgemacht und irgendwann hat sie gedacht, na gut, Herr, wenn es so sein soll, dann sei es eben so. Das war am Sonntag. Zwei Tage später war die Frau komplett geheilt, krebsfrei, gesund, in Ordnung. Und ist das, dann was durch Tests bestätigt wurde. Absolut. Und ist dann hat sie angefangen, ihr Zeugnis weiterzugeben und evangelistisch tätig zu sein in einer anderen Stadt in Mittelhessen. Und nach 5 Jahren oder was, oder fünf Jahren, kamen sie und hat gesagt, wir gehen heute noch auf die Straße und wir evangelisieren mit den Leuten und so weiter. Das heißt, das Wort war absolut richtig, obwohl es für eine Situation war, die völlig daneben war. Es hat für die Frau nicht gepasst und ist eigentlich... Und du wusstest es ja auch nicht. Ich hatte keine Ahnung davon. Ich wusste nicht. Bis zu dem Tag, wo sie es mir erzählt hat, wusste sie nicht. Ja. Und dann dachte, aber der Mann neben ihr, das war ein Kinderarzt, den kannte sie. Und der ist dann später auch nicht lange da, in ein Missionskrankenhaus nach Malawi gegangen. So, das sind prophetische Worte. Verstehst du? Du gibst das weiter. Das ist ganz kurz, ohne durch den Verstand gefiltert zu sein, das muss aus dem Geist herauskommen. So, und das muss man trainieren. Das kann übrigens auch in die Hose gehen. Ja? Das muss man trainieren, da muss man einfach mit dem Herrn vorwärts gehen. Ja, aber guck, ich glaube, wenn der Heilige Geist in uns lebt, er ist der, der uns in alle Wahrheit leitet. Er führt uns auch in gerade diesen Dingen, weil er möchte, dass wir anderen Menschen helfen, dass wir anderen dienen, dass wir Worte des Lebens weitergeben oder auch Richtungsweisung geben. Ich glaube, dass er selbst das größte Interesse daran hat, uns zu trainieren, uns weiterzubringen und uns wirklich zu benutzen als ein Werkzeug in seiner Hand. Ja. Ja, und prophetisches Reden ist extrem wichtig. Ja. Ist extrem wichtig, weil es ist etwas, was dir für die Jetzt-Situation hilft. Ja. Was dir dein, wie diese Frau, ja, das braucht ja die Jetzt. Das ist, ja, du kannst sagen, warum hat es nicht 2 Monate früher bekommen? Keine Ahnung. Oder 2 Jahre früher. Ja. Weiß ich ja nicht. Aber das stimmt. Es war etwas, was in der Jetzt-Situation war. Ja. Und das ist etwas, wo, wo prophetisches Reden sehr wichtig ist. Und ich glaube, dass der Herr auch jetzt in unsere Situation spricht. Ja. In den USA beispielsweise ist es so, dass viele, viele, viele Propheten zu dieser ganzen Corona-Thematik und so weiter in den USA Stellung genommen haben und vom Herrn da Sachen empfangen haben. Und in Deutschland ist es ganz, ganz, ganz wenig. Mhm. Das prophetische Wort für die Situation ist dünn gesät. Ja, ja, wir bekommen von ein paar Leuten Sachen geschickt, die sagen, hier, ich habe einen Eindruck, prüf das mal, das ist so ähnlich und so weiter. Manches ist auch so, dass man sagt, naja, da ist jetzt nicht so unser Stil, wenn da jemand so lospoltert oder so. Aber grundsätzlich ist es so, es ist in der Relation, es ist viel zu wenig. Ja, das stimmt. Wenn Paulus sagt, ich wünsche, dass ihr alle prophetisch reden könnt. Ja, und ich denke, es ist etwas, wo wir einfach uns nach ausstrecken dürfen, sagen dürfen, Herr, ich möchte das empfangen, ich möchte da reingehen, hilf mir, dass ich da weiterkomme. Es gibt übrigens eine empfehlenswerte Webseite für Leute, die sich da mit beschäftigen wollen. Ja, stimmt. Prophetenschule. Ja, Prophetenschule von Julia Berndt. Ja, und ihr Mann. Es gibt auch Bücher dazu natürlich. Wir haben auch eins bei uns im Shop. Ja, von Holger und Claudia Gensmer. Von den Gensmer. Die machen auch Seminare ab und zu bei uns. Es war auch eins geplant bei uns. Ja, vor 2 Wochen. Was jetzt durch diese Corona-Situation nicht stattgefunden hat. Wir wollen das aber noch nachholen, sowie die Öffnung da ist. Also was wir nicht wollen, ist, dass jeder da auf 2 oder 4 Meter Distanz um sich rum und mit Mundschutz und mit Kontrolle und mit nicht Handauflegung, das ist nicht das, was wir wollen. Nee, ist nicht unser Stil. Und sowie aber die Öffnung wieder da ist, wollen wir in Veranstaltungen, Konferenzen und diesen Workshops oder Seminaren weitermachen. Auf jeden und Fall. Das ist eben mit Claudia und Holger Gensmer eins, was wir haben schon welche mit ihnen gemacht,
ein sehr gegründetes Ehepaar, die auch die es einem leicht machen, die Dinge zu verstehen, wie es gehen kann, dass man es lernt, prophetisch zu reden, wie man von Gott hört. Ja. Und Holger ist Pädagoge vom Beruf. Ja. So, also das Buch heißt Gottes Botschaften hören und verstehen. Genau. Also wenn ihr da weiterkommen wollt, vielleicht nicht alle, das ist nicht jedermanns Ding. Definitiv. Muss ja auch nicht. Der Herr hat unterschiedliche Talente geschenkt und wir sind sehr dankbar, dass wir unterschiedliche Talente haben und so, wir sind damit unterwegs. Aber nochmal zum Abschluss und dann bin ich fertig. Wenn du prophetisch reden willst, wenn du vom Herrn prophetische Impulse haben willst, egal wie die aussehen, manche Leute haben Träume, manche Leute haben Bilder, manche Leute hören was, es gibt ganz unterschiedliche Sachen, streck dich danach aus. Ja. Das passiert nicht, indem es vom Himmel runterrieselt, sondern bete dafür. Du musst dafür beten, du musst den Herrn darum bitten, du musst dich danach ausstrecken. Lest Bücher, beschäftige dich mit der Thematik, dann kommst du da rein. Das, das ist, wie gesagt, wie Klavierspielen. Das passiert nicht, indem du sagst, oh Herr, ich würde gerne Klavier spielen und du bist sofort ein super Klavierspieler, sondern das muss trainiert werden, da musst du reinkommen und dich danach ausstrecken. Und es ist eigentlich völlig logisch, wie im Natürlichen auch, ist es hier, dass man einfach das trainieren kann. Und es ist eine gigantische und wichtige Gabe des Herrn. Ja, es ist Teil des fünffältigen Dienstes, die Propheten. Mhm. So, also es ist schon etwas, was bedeutsam ist, damit der Leib in der richtigen Weise aufgebaut wird. Yes. So, damit bin ich dann durch. Ja. So, wir haben heute trotzdem noch auch was Besonderes. Ihr habt ja gemerkt, wir sind ein Dienst, der auch sehr viel über Bücher und über Lernen Menschen im Glauben und im Leben als Christ trainieren wollen. So, kürzlich hatten wir das Buch über die Offenbarung, Begleiten Sie mich durch die Offenbarung. Jetzt haben wir noch ein kleines, dünnes dazu bekommen. Das heißt Leben in Hoffnung oder in Hoffnung leben, so ungefähr. Ist auch sehr günstig. Und jetzt, heute, ganz, ganz, ganz neu, ganz frisch, die den Freundesbrief bekommen haben, die haben das ja auch schon gesehen, das war auf dem Flyer. Heute möchte ich euch hier mein Buch vorstellen. Es ist nicht das erste, es ist der zweite Band von Gott hat mehr für dich. Dieses Buch ist für mich wie ein Schatzkästchen. Es sind viele Edelsteine darin enthalten. Und zwar habe ich schon mal euch gesagt, der Ermutigungsdienst von Gottes Haus, der ist nicht eine Marketingidee. Er ist nicht entstanden, weil wir dachten, oh, das fehlt auf dem christlichen Markt und lass uns doch mal gucken, wie wir uns da irgendwie platzieren können. So ist es nicht. Martin und ich sind mit unserer Familie durch viele sehr herausfordernde Situationen gegangen. Sehr viele Attacken des Feindes haben wir erlebt. Sehr viel Wegnehmen, Raubzüge, alle diese Dinge. Ja, wir haben gelernt aus diesen Dingen. Wir haben erfahren, Gott ist treu. Wir haben gemerkt, der Herr ist an unserer Seite. Aber es war nicht immer leicht, durch diese Situationen hindurchzugehen. Und jetzt kürzlich hatte ich einen Text gefunden in 2. Korinther 1, Vers 4, der heißt, er tröstet uns in all unserer Bedrängnis, sodass auch wir andere in ihrer Bedrängnis zu trösten vermögen. Mit dem Trost, mit dem wir von Gott selbst getröstet wurden. Du merkst schon, es ist ein typischer Paulus-Satz, und es kommt ständig dieses Wort Trösten und Bedrängnis vor. So, dieses Wort Trösten heißt zur Seite stehen, heißt ermutigen, jemand anderem aus der Not oder in der Not an der Seite zu stehen und zu helfen, herauszuhelfen, Mut zuzusprechen, hochzuhelfen, aufzufordern, steh auf.
So, und diese Situationen und Bedrängnisse, die haben wir in unserem Leben wirklich oft erlebt. Daher ist der Dienst von Gottes Haus, dieser Ermutigungsdienst, entstanden. Ja. Wir wurden durch das Wort Gottes, durch sein Reden, auch durch prophetisches Reden, wir wurden dadurch durch die Situation hindurchgetragen. Und wir haben ein Zeugnis von diesen Situationen. Und diese Situationen und diese Zeugnisse, die habe ich in diesem zweiten Band zusammengetragen. Und es ist einfach mutmachend, erfrischend, richtungsweisend. Wenn du in Situationen drin bist, wo du sagst, es ist wirklich so schwierig im Moment, es ist so komisch in meinem Leben, ich bin echt am Ende oder entmutigt oder wie auch immer, das ist ein sehr, sehr gutes Buch, was dir helfen kann. Es sind kurze, wie sagt man, Erlebnisse, Perlen. Es sind kurze Perlen. Es ist, ja, es stimmt, das war das Wort, was dazu passt. Es sind eigentlich Perlen aus meinem Leben. Und mir geht es ein bisschen ähnlich wie Martin. Es ist nicht so einfach, diese persönlichen Dinge so in die Öffentlichkeit zu stellen. Aber wisst ihr, mein größtes Anliegen ist es, das Wort Gottes über alles zu stellen und mit dem Wort Gottes, mit seiner Hilfe, mit dem Wissen, wer ich bin in ihm, durch die Situationen zu gehen. Eine Perle spricht immer vom Überwinden. Und das ja, hier... Erzähl mal, wie eine Perle entsteht. Vielleicht das, weiß das nicht ja, jeder. Ja, doch. Das, also die meisten kennen dieses Beispiel ja, dass dieses Sandkorn in die Muschel reinkommt, auf welchem Weg auch immer. Und die Muschel empfindet dieses Sandkorn als eine Störung, als etwas Falsches, an etwas, was nicht dahin gehört. Und sie beginnt, dieses Sandkorn zu ummanteln. Dadurch entsteht Perlmutt. Ihr kennt das bestimmt alles. Was mich immer total begeistert ist, dass ich in der Offenbarung lese, die Tore der Stadt Jerusalem, dieser himmlischen Stadt, sind aus einer einzigen Perle. Ah, immer wenn ich das lese, dann denke ich, was soll denn das für eine Perle sein? Wenn schon im Natürlichen die Tore von Jerusalem, die man jetzt so sieht, wo man durchgehen kann, die sind ja auch schon riesig. Naja. Was sollen das für Perlen sein, die Tore von Jerusalem ausmachen? Und Perlen sprechen von den Überwindern. Ja. Das Wort in der Offenbarung heißt, sie haben überwunden durch das Blut des Lammes und durch das Wort ihres Zeugnisses. Das ist das. Das geht noch weiter. Weshalb ich, und sie haben ihr Leben nicht geliebt bis zum Tod. Mhm. Das stimmt. So, das ist das, weshalb ich dieses Buch geschrieben habe. Ich will es euch wärmstens empfehlen. Es ist nicht, damit wir unbedingt ein Buch nach dem anderen so auf den Markt bringen, sondern es ist, damit du an Leib, Seele und Geist gekräftigt wirst, gestärkt wirst, ermutigt wirst. Deshalb machen wir diese Buchempfehlungen. Nochmal hier ganz kurz, der Werbeblock. Das ganze Buch ist Hardcover, ist also auch sehr gut als Buch zum Verschenken. Es ist farbig, was ja auch eine Rarität ist für Bücher. Ja, also farbig, ein Haufen Abbildungen drin und so weiter. Es ist wirklich etwas, was schön ist. Die Storys sind ganz kurz. Das ist meistens nur so anderthalb, zwei Seiten. Also etwas, was du einfach lesen kannst, dich reinbegeben kannst. Es ist auch jederzeit zum Einsteigen. Also es ist kein Sachbuch, ja, sondern es ist einfach eine Sammlung von ja, Nuggets oder Edelsteinen oder eben Perlen. Ne? Kost, habe ich ja schon gesagt, 14,90 kannst du bei uns bestellen. Wie gesagt, funkelnagelneu, jetzt erschienen, heute ist der Publikationstermin. Also, okay. Gott hat mehr für dich, Band 2. Und was machst du jetzt? Ich muss mal ganz kurz was holen. Okay. Dann möchte ich die Gelegenheit nutzen und möchte ganz kurz was weitergeben hier.
von jemand, der hat uns einen Eindruck geschickt. Und zwar schreibt der, er hat in seiner Gebetszeit den Eindruck gehabt, dass es in Deutschland oder über Deutschland eine große schwarze Klammer gibt, die die ganze Nation im Klammergriff hat und die heißt Angst. Angst. Die heißt nicht Corona und die heißt nicht Krankheit und die heißt nicht Seuche oder Pandemie, die heißt Angst. Und das deckt sich mit dem, was wir empfinden. Das Hauptproblem ist die Angst, ist die Furcht, ist dieses, wie soll ich mal sagen, nicht wissen, wie man damit umgehen soll, ist die Hysterie und so weiter. Inzwischen auch Angst davor, was falsch zu machen oder irgendwo angeschwärzt zu werden oder bis hin Furcht vor Denunzianten oder was weiß ich. Ja, man weiß ja gar nicht mehr, wie man sich normal verhalten darf, was ist erlaubt, was ist nicht erlaubt und das ist schwierig. Also Angst in ganz unterschiedlicher Hinsicht. Ne? Diese Klammer hat ein Scharnier und das andauernde Gebet der Gemeinde setzt hier an, dieses Scharnier zu öffnen und die Klammer zu zerbrechen. Und das ist genau das, was wir brauchen. Da hat er ein Wort aus Hiob 36, Vers 16 dazu geschrieben. So reißt er auch dich aus dem Rachen der Angst in einen weiten Raum, wo keine Bedrängnis mehr ist und deinen Tisch füllt er mit Guten. Amen. Deinen Tisch füllt er mit Guten, das ist wie im Psalm 23. Yes. Deinen Tisch füllt er mit Guten, er reißt dich raus aus dem Raum der Angst. Wenn du dich weltweit beschäftigst, was momentan ist, das ist das Thema weltweit, Angst. Ja? Angst auch, wie gesagt, es gibt ja auch totalitäre Staaten, wo also wirklich Leute, die sich nicht konform verhalten, also wirklich zu Tode kommen, ja, zu Tode gedroschen werden und so weiter. Es gibt überall wieder Berichte, wo du das lesen kannst. Es ist also fürchterlich. Angst, ne? Und für uns darf das nicht gelten. Wir müssen aus diesem dämonischen Klammergriff der Angst frei werden. Wir haben das letzte Mal darüber gesprochen. Stimmt. Ja, und das hier fand ich sehr, sehr schön. Aus dem Rachen der Angst herausgerissen und auf einen weiten Raum, auf ein weites Feld gestellt. Amen. Das ist es, was für dich und mich gilt. Ja? Und wir haben Anliegen bekommen von Leuten, die haben gesagt, ich habe Angst. Jemand hat uns geschrieben, ich hatte meine Angst überwunden und jetzt auf einmal merke ich, dass das wieder hochkommt. Ja? Durch diese Situation. Einfach, weil das so publiziert wird und so weiter. Ein richtiges und wirklich ist richtiger prophetischer Eindruck, eben Angst als eine dämonische Kraft, wie eine Klammergriff. Und wir als Beter, und da werde ich gleich hinterher noch was zu sagen, wir als Beter haben die Verantwortung, gegen diese Dinge vorzugehen und Freiraum zu schaffen, damit der Herr genau das tun kann, damit wir aus dem Rachen der Angst gerissen werden und er sein Volk auf ein weites Feld stellt. Ja. So, das ist echt eigentlich eine sehr schöne Überleitung jetzt. Zu dem, dass wir ja geschrieben hatten, wir wollen uns angucken, wie dämonische Mächte arbeiten, wie sie funktionieren. Und ich hatte ja den Eindruck, das letzte Mal mitgeteilt, dass es wirklich um diese beiden Mächte geht, Angst und Sorge. Weltweit. Das ist nicht nur in unserem Land. Ja. Es ist weltweit. Absolut. Und daran sehen wir, wie Fürstentümer in der Himmelswelt, Mächte der Bosheit, agieren. Sie agieren in und durch Menschen. Und Paulus wird nicht müde davon zu betonen, dass Jesus alle Mächte und Fürstentümer in der Himmelswelt, alle diese Herrschaftsbereiche, die Mächte, den Teufel und seine Werke besiegt hat, entwaffnet, zur Schau gestellt und im Triumphzug vorgeführt hat. Halleluja. Das ist das Werk am Kreuz. Ja. Wir dürfen das nicht vergessen. Bei aller Informationsflut, die wir jetzt so haben, Jesus hat den Sieg. Das ist unbestritten. Und ich möchte uns ein bisschen helfen, so auf ganz kleinem Weg zu verstehen, wie dämonische Aktivitäten funktionieren. Und zwar funktionieren die im Kleinen wie im Großen.
da gibt es keinen Unterschied, dass man sagen kann, ja, in meinem Leben, das sind ja nur kleine dämonische Sachen. Und in der Welt oder in der Politik oder in irgendwo, das sind ja die großen Mächte. Das stimmt so nicht. Es ist immer der gleiche Verursacher. Es ist immer die gleiche Quelle. Es ist immer der Teufel, der ein Lügner ist von Anfang an. Und der ist ein Räuber und Mörder. Ja. Und wenn du das in deinem Leben noch nicht erlebt hast, dann solltest du jeden Tag Halleluja, preis den Herrn, rufen, beten und tanzen. Aber ich glaube, dass du in deinem Leben genau solche Attacken erlebt hast, ja, wo sicher. Angst ist, wo Sorge ist, wo Verluste sind, wo finanzielle Dinge schiefgehen, wo Dinge mit den Kindern schiefgehen. Wir bekommen manchmal Mails, da kommen mir die Tränen, weil ich denke, wie kann das sein? Und es sind dennoch Raubzüge des Feindes. Er kommt auf ganz unterschiedlichen Schlichen. Er versucht immer, eine kleine Lücke zu finden. Und zack, ist er im Leben drin. Eine kleine Kompromisssache. Ach, stellt euch doch nicht so an. Ist doch nicht so schlimm. Und was heißt denn hier, wir reden von Sünde? Sünde hört sich so doof an. Lass uns doch lieber von Zielverfehlung reden. Lass uns doch lieber von einem Fehltritt reden. Lass uns doch lieber das Ganze ein bisschen runterholen. Dann ist es auch für die Nichtchristen nicht so schwierig. Denn wenn sie mit Sünde konfrontiert werden, dann sind sie verschreckt. Also ihr Lieben, wir müssen da echt aufpassen, dass wir das Wort Gottes nicht verwässern. Ja, der Teufel ist ein absolut. Lügner von Anfang an und er wird uns immer Kompromisse anbieten. Das stimmt. Ich will mal ein ganz praktisches Kleinstbeispiel euch erzählen. Es ist manchmal so, dass der Herr mir hilft, über kleine Beispiele im Leben geistliche Dinge zu verstehen, wie sie funktionieren. Und in Bezug auf dämonische Einflüsse ist das ein sehr, sehr gutes Beispiel. Na, da bin ich ja mal gespannt. Ja, das solltest du, aber du kennst es. Echt? Ja. Und zwar, meistens ist es so, dass man erst die Zerstörung wahrnimmt und als zweites erst, wie es passiert ist. So, du wirst es gleich verstehen und behalte im Hinterkopf immer, dass es hier um dämonisches Wirken in unserem Leben geht, ja? Die Leute, die zu den Gotteshausveranstaltungen kommen, die haben dieses Beispiel schon mal gehört, aber zur Vertiefung ist es immer gut. Also wir hatten ein super Wochenende mit einer Konferenz, die hieß Durchbruch und wir kamen Sonntagabend so richtig siegreich, wirklich siegreich nach Hause. Ich hatte ein großes Blumengesteck mitgenommen, damit wir das in unser Zentrum stellen können und hatte das auf den Fußboden gestellt. So, wir sind schlafen gegangen und am nächsten Morgen gehe ich in mein Esszimmer und bin entsetzt. Und nehme wahr, dass von der Terrassentür, die zu war, von der Terrassentür bis zu diesem Blumengesteck und schon ein Stück weiter zog sich eine schwarze Linie von Tausenden von schwarzen Ameisen. Wenn du schon mal schwarze Ameisen im Garten hattest, dann wirst du dir schon Gedanken machen. Die ganz netten Menschen, die sagen, das ist Bio, das lassen wir so, aber im Haus möchtest du nicht, dass sie sind. Und schon gar nicht in Richtung auf unsere Küche, stimmt's? In der Tat. Die Küche war das Versorgungszentrum und dahin waren sie unterwegs. Wie war es passiert? Und zwar gab es mit Sicherheit Kundschafter. Ameisen schicken als erstes Kundschafter. Sie gucken, wie ist das Terrain? Wo können wir einen Schlupfwinkel finden? Wo ist hier die Gelegenheit günstig, dass wir uns in dieses Haus reinschleichen können?
Und diese Kundschafter, die hatten ruckzuck nicht nur den Weg erkundet, sondern sie waren sofort wieder zurückgesaust und hatten ihren ganzen Stamm mitgebracht. Und das Ziel war natürlich klar, es ging um die Küche, es ging um Essen, Esswaren, es ging um Süßes, es ging um alles, was irgendwie... Ich dachte, das ging ja um die Blumen da, die du hingestellt hast. Nee, da waren sie auch drin, aber sie waren ja schon weiter vorgerückt in die Küche. So, es war eigentlich nur, wie ich dann festgestellt habe, ich habe geguckt, wo kamen die denn her, wie kamen die denn hier rein? Und da war ein ganz, ganz, ganz kleiner Spalt in dieser Holzverschalung. Und durch diese Ritze hatten die sich durchgezwängt und waren in unser Haus gekommen. So, es gibt Ameisenarten, die hüten Läuse, das hast du vielleicht im Garten auch schon mal gehabt, oder sie züchten Pilze oder sie legen Vorräte an und sie machen wirklich beachtliche Bauwerke. Wenn man also im Wald mal so einen großen Ameisenhaufen gesehen hat, da steht man meistens bewundernd davor, aber wie gesagt, Ameisen in meinem Haus, das geht gar nicht. So, also, das war eine Sache, da wusste ich, das müssen wir sofort stoppen. Das müssen wir sofort bekämpfen. Aktiv werden. Aktiv werden. Die müssen rausgeschmissen werden und nicht nur das, die müssen umgebracht werden. Und das Loch muss verstopft werden. Und das Loch muss zu sein. Das will ich nicht nochmal haben. Und vielleicht, wenn ich wegfahre, dann sind sie in meinem ganzen Haus. So, gesagt, getan. Wir haben dann diesen Ameisenstreifen, das war nicht nur ein dünner Streifen, das sage ich euch. Wir haben den dann entsorgt und haben dann auch Pulver gestreut, dass also der Weg einfach abgeschnitten war und diese Sache gestoppt war. Wir haben das gereinigt. Ich habe alles geputzt. Ich habe wirklich mir da Mühe gegeben, dass alles nachher blitzsauber war. So, warum erzähle ich euch das? Du sagst vielleicht, na, das ist aber ein eigentümliches Beispiel für Dämonen. Nein, ist es nicht. Du wirst es verstehen. Dämonen arbeiten genau so. Sie suchen die kleinen Schlupflöcher in deinem ganz normalen Alltagsleben und sie versuchen, über irgendetwas in dein Leben, in dein Glaubensleben reinzukommen. Sie schicken Kundschafter. Hey, wie ist denn das bei dir? Wie fest ist denn dein Glaube? Was machst du denn mit Fernsehfilmen, mit den kleinen Betrügereien? Auf was springst du an? Auf was springst du an? Ich weiß, keiner von uns wird mutwillig irgendjemand betrügen oder übers Ohr hauen oder so. Davon rede ich doch gar nicht. Aber es gibt da eine kleine Stellschraube. Und du wirst manchmal versucht in diesen Dingen, weil du sagst, merkt doch keiner. Ist doch nicht so schlimm. Wir haben ja das letzte Mal über die Gebetsanliegen gesprochen. Es sind viele Dinge dabei, wie Sucht, Nachgeben in bestimmten Dingen. Du weißt, es ist falsch und du tust es trotzdem. Du weißt, es ist Gott nicht wohlgefällig und du tust es trotzdem. Und du lässt damit quasi diese Erstkundschafter in dein Leben. Das findet in unserem ganz kleinen Leben statt. Auf der großen Weltbühne ist das nicht anders, ihr Lieben. Da gibt es Kompromisse. Da gibt es Veränderungen gesetzlich. Ah, das machen wir jetzt nicht mehr. Und das nehmen wir ja auch nicht mehr so genau mit der Ehe. Und das ist ja auch mit den Kindern und so. Versteht ihr? Es gibt eine Veränderung. Und aufgrund dieser Veränderung lassen wir Kundschafter ins Land. Und diese Kundschafter sind nicht mit dem Kundschafterdasein zufrieden, sondern sie holen ihren ganzen Stamm hinterher. Und deswegen haben wir oft Situationen auch in unserem Land, weltweit,
die uns vor riesige Probleme stellen, weil wir nicht treu in den Anfängen gewesen sind. So, was kannst du selber machen, außer diesem Reinigungsprozess, der immer mit dem Heiligen Geist, mit dem Wort Gottes übereinstimmt? Das erste ist, du musst lernen, deine Gedanken zu kontrollieren. Das sage ich jetzt für die Leute, die ganz schnell abdriften können, die über Filme oder Informationen oder Gewohnheiten oder Spiele oder was auch immer in ein Gedankenkarussell kommen. Gedanken, die Frustration auslösen, Gedanken von negativen Emotionen, negative Erwartungen. Guck mal, heute in dieser Zeit in unserem Land, die Leute sind voll von negativen Erwartungen. Alles wird schlechter. Und das, was sie sehen jetzt im Moment, ist tatsächlich schlecht. So, du musst lernen, deine Gedanken zu kontrollieren. Lass dich nicht vom Feind ständig an dein Versagen erinnern. Wenn du festgestellt hast, dass etwas nicht gut war, wie ist der Weg? Was kannst du machen? In der Bibel steht ein Wort, das heißt, so ihr eure Sünde bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch die Sünde vergibt und euch reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das ist der Weg. Das ist immer Gottes Weg. Der Heilige Geist überführt uns und sagt ganz deutlich und oft sehr direkt, hey, das ist schlecht, das ist nicht gut. Ich würde an deiner Stelle das verändern. Ich würde an deiner Stelle die Lücken zumachen. Ich würde an deiner Stelle mal einen Putzlappen holen. Ich würde an deiner Stelle die Kundschafter und der ganze Stamm, ich würde sie rausschmeißen. Das, wenn wir unsere Sünde bekennen. So ist er, nämlich Gott, treu und gerecht. Gott ist immer treu und gerecht. Und er vergibt uns die Sünde, wenn wir zu ihm kommen. Er vergibt uns die Sünde. Und er reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Er reinigt uns. Er wirft unsere Sünde ins tiefste Meer, dass sie nicht mehr wieder gefunden wird. Und das ist der Weg, der uns hilft, mit dämonischen Attacken, mit dämonischen Einflüssen umzugehen. Und ich sage dir was, denk nicht, ja, ich habe doch keine Dämonen, also mach doch mal nicht so ein Theater, das ist doch alles nicht so schlimm. Dämonen fangen ganz klein an. Du merkst es erst gar nicht und sie entwickeln sich. Und das ist das Problem. Treff die richtigen Entscheidungen in den ganz kleinen Dingen und in den großen. Nimm dir Zeit. Mach dir doch mal ein bisschen Mühe und Arbeit, dass du die richtigen Entscheidungen triffst. Lass dich nicht gleich wieder abbringen, sondern triff die richtigen Entscheidungen. Das andere ist, nimm dir wirklich Zeit für Gottes Wort. Nimm dir Zeit, mit Gott zu reden. Nimm dir Zeit, die Bibel zu studieren, zu lesen, wirklich das Wort Gottes aufzusaugen. Weißt du warum? Weil das macht dein Haus sauber. Das hält dein Haus sauber, dein Lebenshaus. Davon spricht die Bibel. Dein Lebenshaus muss sauber sein. Und du musst beständig für diese Sauberkeit sorgen. Leute, die Probleme haben mit Ordnung, mit Sauberkeit. Soll ich das mal mit der Sorge erzählen? Ja, bitte. Oder nicht? Doch, tu das. Also jetzt, wenn du sagst, das Haus sauber machen, so ganz systematisch und so weiter. Ja. Ich war, ja, so vielleicht um die 20 rum, sage ich mal. Ja. Und aus mir heute nicht mehr nachvollziehbaren Gründen entwickelte sich etwas, was völlig abstrus war, was ich vorher in keiner Weise kannte. Und das war ein Sorgengeist. Mhm. Also ich hatte, obwohl es keinerlei Grund dafür gab, Sorgen. Ich war richtig von Sorgen gequält. Ja, von daher habe ich auch ein Verständnis für die Leute, die unter Angst leiden, so ein bisschen. Aber das war nicht Angst, das war Sorge. Für alles Mögliche, es war völlig absurd, es hatte keinen Grund, es gab nichts zu sorgen, es war alles super, ja, aber es war etwas, was mich richtig umgetrieben hat. Und ich habe
und das ist der Punkt, weshalb ich drauf komme, einfach irgendwie gemerkt, ach guck mal, wenn ich mich mit Wort Gottes beschäftige, wenn ich biblische Wahrheiten in mich quasi inhaliere, dann hilft mir das, dann geht es mir besser, dann finde ich das positiv. Habe auch dann so gemerkt, einfach biblische oder sagen wir mal, geistliche Wahrheiten von irgendwelchen Liederdichtern oder sowas, Paul Gerhardt, ja, befiehl du deine Wege und so. Ne? Also solche Sachen, die habe ich mir aufgeschrieben und habe die einfach seitenweise mir auf den Zettel geschrieben und bin diese Zettel immer wieder durchgegangen, wenn dieses Ding hochkam. Ja. Und das hat vielleicht 2 Jahre gedauert, vielleicht auch ein bisschen mehr, wo ich mich immer mehr mit diesen Sachen immer mehr gefüllt habe. Und ich sage mal, das wurde wie weggeschwemmt. Das war dieser Sorgengeist, dem wurde durch diese biblischen Wahrheiten und die geistlichen Wahrheiten einfach der Boden entzogen. Und irgendwann war ich komplett von allen Sorgen wirklich frei. Und das ist bis zum heutigen Tag nicht wiedergekommen. Und es gab aber Situationen, da hätte man sich sorgen können in unserem Leben, wahrhaftig. Es gab Situationen, das sah alles andere als lustig aus. Nur da war dieses Problem nicht mehr da. Was ich damit sagen will, ist, das war dämonische Macht, das war ein Geist. Ne? Ja. Ja, so, und dieses Ding wurde durch das Wort Gottes der Boden entzogen. Es wurde gereinigt. Es wurde dieser Reinigungsprozess, dieses Ausspülen, war genau das. Sigrid hatte, glaube ich, das letzte Mal das Bild gebraucht, wenn du ein Glas hast mit irgendeiner dunklen, Tinte versauten Flüssigkeit, irgendeiner stinkenden Brühe, und du hältst es einfach unter einen Wasserhahn und lässt frisches Wasser reinlaufen. Das dauert eine Weile und dauert eine Weile, aber irgendwann ist die ganze Brühe weg. Und genauso musst du dich mit den Wahrheiten des Wortes Gottes füllen. Amen. Ja, gut, dass du das nochmal gesagt hast, weil ich kann mich noch gut erinnern an diesen Stapel mit den Zetteln, wo du alle Worte aus der Bibel rausgeschrieben hattest. Den habe ich heute noch. Die gegen das Sorgen gesprochen haben. Und das letzte Mal habe ich ja gesagt, es gibt diese 2 dämonischen großen Mächte, diese Machtfestungen von Sorge und Angst. Und genau diese beiden finden wir als, im Wort Gottes finden wir diese 2 Themen, über die die Bibel immer spricht. Die Bibel fängt schon an, sei getrost und mutig, sei stark, fürchte dich nicht und alle diese Dinge, mach dir keine Sorgen. Ich weiß, dass das leichter gesagt ist, wenn man im Moment nicht viele oder keine Sorgen hat. Ich kann mich erinnern an diesen, ich weiß gar nicht, wie viele Zettel das waren, aber... So 10, 15? Ja, bestimmt. Martin hatte mir diese Zettel, die er in seiner Situation geschrieben hatte, die hatte er mir ein paar Jahre später ins Krankenhaus mitgebracht. Und der Grund war der, dass unser jüngstes Kind am sechsten Lebenstag aufgehört hat zu atmen. Es wurde wiederbelebt und es wurde sofort notärztlich in eine Klinik, in eine Kinderklinik gebracht. Und ich war in der anderen Klinik, in der Frauenklinik. Diese Zeit, dieser Schock, diese krasse Herausforderung, dieser Raubzug, diese Situation hat mich von genial, ich habe ein Baby entbunden und wie wunderbar ist das denn, in das tiefste Elend gestürzt. In Sorgen. Ich wusste nicht, überlebt das Kind, kommt das Kind durch, wird ihm geholfen, was ist später, was bleibt zurück, was ist jetzt los? Und ich konnte weder schlafen, noch essen, noch irgendetwas. Und ich wusste nicht mit diesem Sorgending wohin. Und dann kam der Martin und hat mir diesen Stapel mit diesen Bibelstellen gebracht. Und dann habe ich gesagt, ich will überhaupt nichts lesen. Und dann hat er gesagt, doch, du musst das lesen. Und dann sage ich, ich empfinde nichts dabei. Dann hat er gesagt, lies es. Es ist vollkommen wurscht. Du brauchst gar nichts dabei zu empfinden. Lies es, dauernd, immer. Und so habe ich es gemacht. Ich habe angefangen und habe das stumpf gelesen. Alle Seiten, habe sie zur Seite gelegt, habe ein paar Stunden später wieder angefangen. Und so habe ich langsam wieder Fuß gefasst. Und der Heilige Geist hat mir geholfen,
durch sein Wort, durch seine Stärkung, durch seine Weisheit, durch seine Kraft mir zu vermitteln, ich habe dein Leben in der Hand. Ja. Nichts passiert in deinem Leben, ohne dass ich an deiner Seite stehe. Nichts passiert dir heute in deiner Situation, Corona hin oder her, dein Leben hin oder her, deine Situation hin oder her, Dinge, die nicht gelöst sind, Dinge, die schwierig sind, die tatsächlich dämonisch attackiert sind. Der Herr ist an deiner Seite. Er weicht nicht von dir. Er wird dich nicht verpassen und nicht versäumen. Wenn du dein Leben in seine Hand legst, wird er bei dir sein. Immer. Immer. Es gibt keinen Tag, keine Stunde, keine Minute und keine Sekunde, keinen Atemzug in deinem Leben, der nicht unter seiner Bedeckung steht. So lass dich ermutigen, dass du die dämonischen Mächte in deinem ganz persönlichen Leben attackierst. Dass du sie auf der einen Seite mit dem Wort Gottes attackierst und auf der anderen Seite, darüber wollen wir jetzt sprechen, in diesem regierenden Gebet, ja, Anweisungen zu geben, die Dinge im Geist zu klären, in der Autorität, die Jesus dir gegeben hat, dass du die Dinge klarstellst, ja, dass du aufstehst im Heiligen Geist und für dich und deine Familie und deine Kinder, deine Nachbarschaft, deine Region, deine Freundschaft, deine was auch immer, dein Land, unser Land, dass du aufstehst. Bleib nicht auf der Sofaecke sitzen, bleib nicht beim Kaffeetrinken sitzen, rede nicht über sonst irgendwelchen Klatsch und Tratsch, sondern fang an, in regierendem Gebet aufzustehen, gegen die Mächte, gegen die Fürstentümer, gegen die Gewaltigen in der Himmelswelt, gegen diese Machtstrukturen. Und sag nicht, ach na ja, das habe ich ja auch schon mal probiert und das hat in meinem Leben nichts genutzt. Weißt du was? Dann redest du dem Feind genau nach seinen Worten. Und dann wird dir das, was du ihm nachschwätzt, das wirst du dann vielleicht erleben. Ich weiß es nicht. Besser ist, du lernst aufzustehen im Heiligen Geist und im regierenden Gebet gegen diese Dinge anzugehen. Naja, das ist die Verheißung Gottes auszusprechen. Ja, Amen. Die biblischen Wahrheiten auszusprechen. Ja? Und da ist gerade unter diesem, was wir vorhin gesagt haben, dass eben Sorge und Angst wie Klammergriff sind, ja, momentan für die ganze Welt, dass da einfach, also Millionen, wahrscheinlich Milliarden von Menschen unter dieser Bedrückung leben. Also ich glaube, sowas gab es überhaupt noch nie, nee, glaube noch ich gar nicht, dass eine solche kollektive so eine Macht, Angst über, ja, die Erde geht. Und Sigrid hatte, das haben wir vor 2 oder 3 Wochen gesagt, ja, diesen Eindruck, du hattest das gesehen mit der Erdkugel. Ja, mit diesem schwarzen Tuch, ja, was da drum, wir waren ja unterwegs gewesen und im Flugzeug hatten wir diese Flugposition von dem Flugzeug nachvollziehen können. Genau. Und dann hat man immer diese bunte, blau schimmernde Weltkugel gesehen und 2, 3 Tage später, als wir schon wieder hier waren, habe ich im Gebet gesehen, wie dieses schwarze Tuch, wie von unten sich so um diesen ganzen bunten Weltglobus legt und oben zugeschnürt wird. Das hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil ich wusste, es ist eine dämonische Manifestation, die da stattfindet. Mächte der Bosheit. Das muss dann Mitte März gewesen sein. Ja, so 10., 12. März. Mhm. Ja, also ein prophetisches Bild für die Situation, ja, die sich genauso ergeben hat. Ja. Und eben sozusagen der ganze Globus, die ganze Erde eingehüllt in dieses schwarze Tuch. Und das, ja, ist eben diese Angst und ist diese Sorge. Ich glaube nicht, dass es Corona ist, weil
wenn du dich damit kritisch beschäftigst, dann merkst du, da geht es eigentlich um was völlig anderes, was dahinter steht weltweit. Weil die Maßnahmen, wie auch hier in diesem Papier, was ich vorhin angesprochen habe, die Maßnahmen sind sowas von überzogen, sowas von brutal. Die werden sowas von mit einer Härte, mit unverhältnismäßigen Strafen durchgeknüppelt. Das ist unvorstellbar. Ja? Ich spreche weltweit. Ja, weltweit, wo also teilweise also Leute werden erschossen, nur weil sie irgendwie sich nicht konform verhalten. Ja, in Afrika ist es ganz, ganz schlimm. Ja. Da verhungern wirklich Leute, momentan schon, weil sie einfach keine Gelegenheit haben, irgendwie Essen zu kaufen und so weiter oder sich nicht aus dem Haus fahren können oder so. Das ist katastrophal, wenn man sich damit kritisch beschäftigt, was momentan schon abgeht. Angst. Auch der wirtschaftliche Faktor, der jetzt noch in den nächsten Wochen und Monaten, auch bei uns hier im Land, aber weltweit, dieser wirtschaftliche Schaden, der wird sich schon für uns alle auch bemerkbar machen. Da werden wir dran zu knabbern haben. Momentan geht man davon aus, dass von den etwa 3,3 Milliarden Arbeitsplätzen, die es weltweit gibt, etwa 1 Milliarde vernichtet werden. Ja. 1 Milliarde Arbeitsplätze vernichtet werden. In den USA ist die Arbeitslosenrate auf 33 Millionen angestiegen. Das ist weit, weit, weit mehr als jeder sechste Arbeitsplatz. Mhm. Geht so langsam in Richtung jeder fünfte Arbeitsplatz vernichtet. Gut, die werden auch wieder leichter eingestellt als bei uns. Also das ist dann schon so, dass wenn das ganze Ding anspringen sollte, dann wird das wieder kommen. Aber die haben das soziale Netz dafür nicht wie bei uns. Also es ist katastrophal. Ja. Und Familien verlieren ihre Häuser, ihre Existenz. Es ist, was weltweit abgeht, ist fürchterlich. Ja? Also wirklich fürchterlich. Es ist diese Angst. Und die Leute haben Sorge für ihre Zukunft, Sorge für ihr Morgen, Sorgen, was mit den Kindern ist und so weiter. Es ist ein kollektives Einhüllen der ganzen Menschheit in diese dämonische Kraft. Ja. Und wir müssen, und ich meine müssen, die Christen, wir müssen dagegen angehen, wir müssen uns dagegen positionieren. Wir dürfen nicht das einfach so, ist halt so, geht halt über die Welt. Oder was interessiert mich die Welt? Ja? Ich setze mich ins Stübchen und warte auf die Entrückung. Solche Leute gibt es auch, nach mir die Sintflut so mäßig. Das dürfen wir nicht machen. Wir haben eine Verantwortung. Der Herr wird uns auch zur Verantwortung holen. Er will wissen, was wir damit machen. Ja? Und wir können doch nicht als Christen, wo wir die Autorität haben und die Regentschaft haben und das Königtum haben, uns von irgendwelchen albernen Dämonen hier vorführen lassen. Yes. Das darf nicht sein. Wir können doch das Feld nicht einfach dem Feind überlassen. Und das ist etwas, was mich also wirklich, das ganze Corona-Ding, das lässt mich fast cool. Aber was mich ein bisschen aufbringt, ist, wie Christen in dieser Phase, in der wir uns momentan befinden, sich verhalten, wie die damit umgehen. Als ob das irgendwas ist, was, ja, das betrifft uns nicht. Also sowas von stumpf. Oder nach Corona, wenn das alles vorbei ist. Also teilweise so politisch korrekt, sowas von angepasst, sowas von, dass du sagst, ey Leute, denk doch mal nach, was hier passiert. Denk doch nicht nur für dich, denk doch mal an deine Umwelt, denk doch mal an deine Nachbarn, denk doch mal an die Leute, die ihren Job in deiner Umgebung verlieren. Hey, die deutsche Automobilindustrie habe ich gehört, ich meine, ich konnte das nicht nachvollziehen, ja, aber habe ich jetzt gehört, der Auftragseinbruch um 83%, das wird Konsequenzen haben. Da wird es eine Fülle von Arbeitslosen geben. Da werden Firmen pleite gehen. Wir kennen persönlich einen Unternehmer, ich würde sagen, der steht vor dem Aus. Ja, so. Und mit 25, 28 Mitarbeitern so etwas rum, der steht vor dem Aus. Und so. Weißt du, es ist nicht so, dass das keine Auswirkungen hat. Und da ist es wichtig, dass wir in Position kommen und sagen, wir stellen uns dagegen. Wir stellen uns gegen die Dinge, die hier Böses geschehen. Und ich spreche von weltweit und ich spreche von Dingen, wo irgendwelche Systeme versuchen, diese Krise zu nutzen, um was zu implementieren in ihren Staaten, um irgendwas aufzubauen, keine Ahnung, Diktaturen zu schaffen oder Schlimmeres. Ja, da müssen wir dagegen Position nehmen. Und das ist etwas, wo ich sage, wir sind als Volk Gottes, haben wir die Verantwortung, das zu tun. Und wenn ich mich umschaue, wo Leute tatsächlich, sagen wir mal, in Position kommen, wo sie den Mund aufmachen, wo sie das ernst nehmen, wo sie überhaupt, wie soll ich mal sagen, wach sind, das ist schockierend. Ja? Und das ist genau der Punkt, den Sigrid vorhin angesprochen hat. Es geht ein Riss durch viele Gemeinden, weil einige, die sind so
politisch korrekt und so angepasst und alles super. Und andere Leute sind dann so, dass sie sagen, wir müssen was tun, wir müssen beten und so. Und es ist interessant, das geht teilweise durch Familien, ja, wo es auf einmal keine Kommunikation über diesen Punkt mehr gibt. Und das ist die Macht von dieser Angst und von dieser Sorge, die den einen eben stärker erwischt als den anderen. Und wir dürfen das nicht zulassen. Ja. Wir müssen da aktiv dagegen angehen, ja, was hier momentan uns angetan wird. Das ist teuflisch. Ja, es ist teuflisch. Und in vielen, vielen Ländern der Welt, was da passiert, ist teuflisch. Was momentan geschieht, ist böse. Und da ist es sehr, sehr wichtig, dass wir einfach als Christen Position nehmen und in guter Weise beten. Ja, denn im Gebet, da üben wir unsere Herrschaft aus. Denkst du, dass Gebet der Weg ist für Christen? Immer. Oder sollten wir mit großen Schildern... Ja, also das, es gibt sicherlich Leute, die sagen, okay, ich gehe jetzt, keine Ahnung, Samstag, Sonntag und treffe mich in meiner Stadt und demonstriere friedlich für den Erhalt der Grundgesetze oder des Grundgesetzes oder dass das beendet wird oder sowas. Oder wie wir, ja, wir sagen auch, wir geben sowas weiter, wir verteilen das, wir weisen darauf hin, weil wir das für wichtig halten. Informationsarbeit, abgesehen davon, wer es noch nicht weiß, wir haben auf unserer Webseite eine kleine Seite eingerichtet, wo es darum geht, einfach neutralere, nach unserem Verständnis neutrale Informationen weitergeben. Mal, andere Informationen kritische, zukommen zu lassen als die gleichgeschalteten Mainstream-Nachrichten. Ja, also dass du was anderes mal kriegst und einfach mal merkst, wie kann ich mich denn da weiter informieren. Ich habe noch gerade eine Idee, wo es darum geht, um diese Mainstream-Nachrichten und was du glaubst und was du nicht glaubst. Pass mal auf, meine Eltern, meine Großeltern, das waren schon immer Leute, die sehr eng mit Israel verbunden waren. Und mein Vater war ein großer Israel-Fan, er war ein bibelgläubiger, festgläubiger Mensch, der wirklich gegründet war und war in der Gemeinde sein Leben lang. Und so, er hat jeden Tag, morgens, mittags, abends, nachts irgendwie Nachrichten gehört. Die ganz normalen Nachrichtenkanäle. Und wenn wir ihn besucht haben, dann hat er uns immer erzählt, was in Israel, was die Israelis schon wieder gemacht haben. Und dann habe ich gesagt, du Papa, das stimmt aber so nicht, ne? Das weißt du schon. Doch, und ich habe das im Fernsehen gesehen. Und dann haben wir gedacht, okay, wir müssen ihm ein bisschen helfen und haben ihm alternative Medien zukommen lassen in Form einer Zeitschrift, die in Israel... Nachrichten aus Israel damals. Ja, Nachrichten aus Israel. Ich glaube, heute gibt es die Webseite noch. Ja, die heißen heute anders. Ich glaube, Israel... Heute heißen die, aber damals hießen sie Nachrichten aus Israel noch. Genau, und die haben so eine Monatszeitschrift rausgebracht und er hatte Geburtstag und wir kamen jetzt stolz... Mit einem Jahresabo. Mit einem Jahresabo. Ey, Papa, du, wir haben es. Jetzt kriegst du die wirklichen, echten und wahrhaftigen Informationen. Direkt aus Israel. Direkt. Von Leuten, die da leben, die Christen sind und die wirklich okay sind. So, also er hat das angenommen, das Geschenk, und wir kamen ein paar Monate wieder in dieses Zimmerchen. Wir hatten ihn schon besucht zwischendurch, aber wir kamen dann in das Zimmerchen und ich denke, hä, was liegt denn da? Und dann lagen die ganzen Versandumschläge mit dieser Nachrichten aus Israel-Zeitung lagen auf seinem Schreibtisch. Und dann dachte ich, das ist ja komisch. Und dann habe ich ihn gefragt und sagte, du hast ja gar nicht die Zeitschriften gelesen. Sagt er, doch, die ersten drei oder vier habe ich durchgeblättert und gelesen, aber das, was da drin steht, das hast du nicht in den Nachrichten gesehen. Und in den Nachrichten habe ich gesehen, wie das wirklich in Israel ist. Und die haben das ja schließlich auch gefilmt. Die Videos in den Nachrichten von der Tagesschau und von heute ZDF, das waren die wahren Nachrichten, die Reporter waren nämlich vor Ort und die haben gesehen, wie die Israelis mit den Palästinensern umgehen. So, also letztendlich haben wir das Abo gestoppt. Ja, er wollte es nicht mehr haben. Er wollte es nicht mehr haben. Er hatte sich entschieden. Und das ist ein wichtiger Punkt, der mir deshalb eingefallen ist. Du musst eine Entscheidung treffen, wo du deine Informationen herbekommst. Und wenn du immer nur hörst,
Glauben Sie nur den Nachrichten, den offiziellen Nachrichten, dann solltest du ein Fragezeichen in deiner Hosentasche haben und sagen, glaube ich das wirklich? Oder wer hat Interesse daran, dass ich das glaube? Oder wer verdient an dieser Geschichte? So, jetzt zu dir, zu diesem herrschenden dieses Gebet. Vertrauen Sie nur oder glauben Sie nur den Nachrichten? Das klingt wie in einer Diktatur, also das ist komisch. Ja? Das hatte Deutschland über 70 Jahre nicht nötig, solche Parolen zu kloppen. Ja, also dass du im Grunde genommen den Bürgern sagst, was sie glauben sollen und was sie nicht zu glauben haben. Und das ist schon sehr, sehr sonderbar. Also wie gesagt, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber in Deutschland ist es komisch an dem Punkt. Ja. Das muss man schon sagen. Aber für uns Christen, das meine ich eben damit, wir müssen auch wirklich schauen, was lasse ich in meinen Geist, auch wirklich, was lasse ich da einsickern, was glaube ich, wem vertraue ich und wo kann ich wirklich mit dem Herrn drüber reden und übereinstimmen und wirklich der Wahrheit hinterhergehen. Ich behaupte nicht, dass alle anderen Informationen immer zu 100% nur die Wahrheit sind. Das will ich auch nicht sagen, weil ich selber kann nur einen bestimmten Radius haben, wo ich das überprüfen kann. Aber du solltest wirklich wissen, wem du glaubst, welche Nachrichten du hörst, wie oft du die hörst, von was du dich berieseln lässt. Das ist ja gerade das Thema Angst. Ja. Wenn du dich nicht... Nehmen wir mal an, jemand hätte keinen Zugang zu den normalen Medien, der würde überhaupt nicht wissen, warum man jetzt hier Angst haben soll. Der wäre auch nicht zur Angst getriggert. Der hätte keine Angst. Ja? Also die Medien sind das Instrument, durch dem im Grunde genommen diese dämonischen Kräfte der Angst agieren, ja? Durch das sie ihr Ding machen. Also es ist schon ein bisschen sehr speziell, die ganze Situation. Und... also wir müssen, man muss aufpassen als Christ, mit was beschäftige ich. Die Bibel sagt, mehr als alles bewahre dein Herz. Ja, das stimmt. Und wenn du das einfach 1:1 ungefiltert von den Medien inhalierst und inhalierst und inhalierst, dann tust du genau diesen biblischen Rat nicht. Ne? Was wohllautend ist, dem denk nach. Ja, also es ist schon eine etwas kritische Geschichte. Mhm. Ja. Wobei, da wollten wir gar nicht drüber sprechen. Nein, wir wollten darüber sprechen, in welcher Autorität wir sind, was der Herr uns als Handwerkszeug seinen Kindern gegeben hat, um jetzt in dieser Situation als Christen aufzustehen im Geist. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das will ich hier nochmal deutlich sagen. Absolut. Aber gegen die Mächte und gegen die Gewalten und gegen die Fürstentümer. Wir müssen antreten, ihr Lieben. Wir können uns nicht mehr zurückziehen auf Psalm 23, Psalm 91, die wirklich gut sind. Du hast gerade gesagt, wir kämpfen gegen die Mächte und Gewalten. Amen. So, ist das denn so? Wie kommst du denn zu dieser Aussage? Weil normalerweise gibt es Christen, die würden sagen, nein, das ist überhaupt nicht unser Job, irgendwelche Mächten und Gewalten hier, sich mit denen anzulegen, sondern wir haben, keine Ahnung was, ganz brav und gesittet zu beten und das ist nicht unsere Spielwiese. Zu segnen. Ja. Wie kommst du denn da drauf? Weil ich glaube, dass wir einen Auftrag haben durch Jesus, der selbst diese, ich hatte ja am Anfang gesagt, er selbst hat die Mächte bloßgestellt, er hat den Teufel überwunden, er hat ihn im Triumphzug vorgeführt und wir sollen genauso, wie ich immer sage, in Anführungszeichen, arbeiten, in der gleichen Autorität, die er uns gegeben hat. Und jetzt kommt's, schließlich. Da gibt es genau diesen Vers. Ja. Ja, das kennen wir alle. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Amen. Also das ist ja nun wirklich allgemein bekannter Standard. Ne? Kennt jeder. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut. Und jetzt kommt's. Sondern gegen die Gewalte, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. So, was steht da?
dein Kampf ist gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und dann kommt es weiter, deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes. Und die Waffenrüstung Gottes in Epheser 6 ist nur wirklich allgemein bekannt. Was da davor steht, ist, die Waffenrüstung hast du deshalb an, damit du gegen die Mächte und Gewalten im Übernatürlichen kämpfst. Antreten. So. Und wenn du überlegst, wie viele Christen das machen, dann kannst du nur sagen, da haben die Mächte und Gewalten ein fröhliches Sein, weil sie werden ja fast nicht attackiert, bedauerlicherweise. So, aber das ist etwas, wo wir wissen müssen, dass unser Job, weißt du, wenn Christen sagen, ach, da habe ich nichts mit zu tun, ich ziehe mich da zurück und ich... Wir sollen doch nicht kämpfen. Ja, also das ist überhaupt nicht mein Ding. Und dann solltest du dir das mal eintüten hier. Ja? Es ist unsere Aufgabe, das sagt Paulus hier. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, Amen, sondern gegen die dahinterstehenden Mächte der Bosheit. Beispielsweise gegen die Angst, beispielsweise gegen die Sorgen, ja, beispielsweise gegen die Manipulation, beispielsweise gegen irgendwelches Aushebeln von Dingen, die nicht in Ordnung sind. Ich spreche immer weltweit. Und das ist etwas, wo Christen gefordert sind, wirklich, wirklich Position zu nehmen. Also was wir nicht wollen, tatsächlich... Das steht in Epheser 6, Vers 12. Was wir nicht wollen, ist, dabei stehen zu bleiben in der Beschreibung des Ist-Zustandes, wie schrecklich alles ist und wie dämlich alles ist und wie einschränkend und wie machtdominierend alles aussieht. Sondern wir müssen uns nach den Lösungen Gottes ausstrecken. Er ist der Lösungsgeber. Und wann immer etwas ist, was uns bedrängt, wann immer Ameisen und Ameisenkundschafter auftreten, unser Job ist es, aufzustehen und diese Werke der Finsternis bloßzustellen, zu überwinden und rauszuschmeißen. Vernichten. Vernichtend zu schlagen. Und zwar im Gebet. Wir haben eine Waffe. Die Waffe ist das Wort Gottes, in der Waffenrüstung beschrieben. Wir haben den Helm des Heils, wir haben die Schuhe des Evangeliums, wir haben den Schild des Glaubens. Wir haben alles. Leute, sagt nicht, ich weiß nicht, wie es geht. Wir haben alles. Und unser Job ist, endlich damit anzufangen, auch uns im Gebet zu erheben. Nicht nur zu sagen, Herr, danke, dass du uns einen schönen Tag schenkst und abends sagst du, danke, Herr, dass ich einen schönen Tag hatte, gib mir eine gute Nacht und morgen sagst du, danke für die gute Nacht, gib mir einen guten Tag. Das ist zu wenig. Ich glaube oder wir glauben, dass wir in einen Zeitfaktor gekommen sind, wo wir nicht mehr bei schwachen Gebeten stehen bleiben dürfen. Sollten. Dürfen. Wir müssen die Autorität ergreifen, die Christus uns erworben hat. Das war ein Teil des Werkes am Kreuz. Das müssen wir. Ja. Das ist unser Job. Und den dürfen wir uns vom Feind nicht wegnehmen lassen. Wir dürfen das nicht unterwandern lassen und dann uns letztlich hinstellen und sagen, ach, ich wusste gar nicht, dass er mir das geklaut hat. Wie doof. Ja. Ja. Okay. Wir haben gestern eine Predigt, kann man nicht sagen, einen Vortrag von einem Pastor gehört. Das war ganz interessant. Der war so ein richtiger, der hat viel gearbeitet Feuriger. Und hat einfach eine Informationsveranstaltung über die Sachen, die bei Corona laufen, gebracht. Und er hat immer das Wort Corona-Wahnsinn gebraucht. Also es war aber auf Deutschland bezogen. Gut, aber eine Sache fand ich extrem cool. Die habe ich mir gemerkt. Und er sagte... Ich werde immer wieder gefragt, ob ich für die Regierung bete. Wie? Dann sage ich, ja, oder wie ich für die Regierung bete. Dann dachte ich, ja, ich bete für die Regierung. Und alle, aha, so, und wie? Dann dachte er, mit dem Vater unser. Aha, gut, und was jetzt? Ich bete, erlöse uns von dem Bösen. So, das war sehr deutlich und sehr herzhaft. Da hatte der Mann sich positioniert. Okay. Gut, aber genau darüber möchte ich sprechen, um Gebet für die Obrigkeit. Weißt du, wir als Christen haben eine absolute Machtposition und Powerposition und eine Position der Herrschaft und der Autorität. Und warum auch immer
in unseren Kreisen, in unserer westlichen Welt, in anderen Bereichen der Welt ist das echt anders. Mhm. Da ist sehr viel vornehme Zurückhaltung und man duckt sich so weg und man macht alles mit und man macht den Mund nicht auf und man ist ganz brav und angepasst. Hier bei uns? Bei uns. In anderen Weltteilen ist es anders. Ist es echt anders, ja, ja. Weil das Gesellschaftliche und das Christliche ist viel mehr miteinander verwoben. Ja, absolut. Okay, jetzt möchte ich euch eine Bibelstelle vorlesen. Die ist, wenn man sie zum ersten Mal hört, also so, dass ich mich fast darüber ärgere. Okay, ich lese euch jetzt eine Bibelstelle vor, die für mich also wirklich etwas ist, wo ich dann zu knabbern hatte. Aber ich glaube, zum Schluss werde ich es euch aufklären, dass die doch nicht ganz gut so ist. Zu verstehen ist, wie sie interpretiert wird. Römer 13, Vers 1 bis 7, wenn du das mitlesen möchtest, falls du eine Bibel hast oder ein Bibelprogramm. Jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott. Und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, widersteht der Anordnung Gottes. Die aber widerstehen, werden ein Urteil empfangen. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute und du wirst Lob von ihr haben. Denn sie ist Gottes Dienerin dir zum Guten. Wenn du aber das Böse tust, so fürchte dich, denn sie trägt das Schwert nicht umsonst. Denn sie ist Gottes Dienerin, eine Rächerin, zur Strafe für den, der Böses tut. Darum ist es notwendig, untertan zu sein. Nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Denn deshalb entrichtet ihr auch Steuern. Denn es sind Gottes Diener, die eben hierzu fortwährend beschäftigt sind. Gebt allen, was ihr ihnen schuldig seid. Die Steuer, dem die Steuer, den Zoll, dem der Zoll, die Furcht, dem die Furcht, die Ehre, dem die Ehre gebührt. Das schreibt Paulus. Das ist so richtig was, wo ich sage, ouch, wie ist denn das zu verstehen? Ist das wirklich so zu verstehen, wie sich das hier anfühlt? Ist das wirklich so zu verstehen, wie das hier klingt? Andere Bibelstelle, auch von Paulus. 1. Timotheus 2, Vers 1 bis 2. Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagung getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen mögen in aller Gottseligkeit und Ehrbarkeit. Okay, hier heißt es also, wir haben wirklich uns die Aufgabe in Gebet, in Fürbitte und so weiter, auch in Danksagung, für die Leute, die in Hoheit sind, einzustehen. Das ist dem Herrn wohlgefällig. Titus 3, Vers 1 bis 2, auch von Paulus. Erinnere sie, also die Gemeinde, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein, niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, milde zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Yes! Dann was von Petrus. 1. Petrus 2, Vers 13 bis 14. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter. Genau das Gleiche. Ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter, um des Herrn willen, sei es dem König als Oberherrn oder den Statthaltern als denen, die von ihm gesandt werden, zur Bestrafung der Übeltäter, aber zum Lob derer, die Gutes tun. Das sind die Bibelstellen, die häufig von Leuten, die für die Regierung beten, zitiert werden. Da gibt es noch einen, der auch gerne dazu genommen wird, Sprüche 21, Vers 1. Wie Wasserbäche ist das Herz eines Königs in der Hand Jahwes. Wohin immer er will, neigt er es. Okay, das ist aus dem Alten Testament. Die anderen Stellen aus dem Neuen. Gut, es geht also darum, dass hier ganz offensichtlich die Bibel uns auffordert, wir haben uns unterzuordnen. Wir haben der Obrigkeit Gehorsam zu leisten. Wir sollen nicht in Revolution und in Widerstand und sowas gehen, sondern wir sollen wirklich hier, wie es hier heißt, untertan sein. Ja, wir haben uns zu unterwerfen, schreibt Paulus sogar, ordnet euch aller menschlichen Einrichtung unter und so weiter. Und wir haben für sie zu beten.
Okay. Und aus diesen Bibelstellen wird häufig etwas gemacht, dass es heißt, als Christen, die Obrigkeit ist von Gott gesetzt, die Obrigkeit ist uns von Gott gegeben, die ist quasi unantastbar und wir haben die zu segnen und wir haben die zu unterstützen im Gebet, damit ihre Pläne und was sie eben vorhaben auch gut gelingt und umgesetzt werden kann. Okay, soweit wird diese Bibelstellen, diese Aussagen genommen. Von ernstzunehmenden, hingegebenen Betern, die wirklich den Herrn lieben und die dabei sind, wirklich ihn zu für die Regierung zu bitten. Und dann wird alles, was die Regierung macht, im Grunde genommen, ich will nicht sagen ausgeblendet, aber es wird so ein bisschen mit Zuckerguss überzogen, ja? Weil es ist ja vom Herrn, die Regierung ist ja vom Herrn und dann, ja. Muss sie ja gut sein. Man tut das im Gebet so absegnen, verstehst du? Das ist etwas, da tue ich mich sehr schwer mit, weil ganz offensichtlich manche Sachen eben so sind, dass du sagst, naja, aber das ist ja wohl offensichtlich widergöttlich. Da sind ja offensichtlich Dinge drin, die dem Wort Gottes widerstreben. Wie kann es dann sein? Und dann kommst du in einen Spagat und dieses ganze Ding, das war etwas, womit ich mich beschäftigt habe und deshalb möchte ich auch heute, wie gesagt, darüber sprechen. Ne? Ja, denn es gibt natürlich ganz offensichtlich, und das findest du auch oft in der Bibel, eine Grenze von dieser Art von Gehorsam. Ne? Diese Art von Gehorsam, den Paulus und hier Petrus so bringen, da gibt es eine Grenze. Und zwar liegt die genau darin, wenn die Anordnung von dieser besagten Obrigkeit, wie auch immer die aussehen mag, den Menschen daran hindern, Gott zu gehorchen. Ne? Wenn es also etwas ist, was Gottes Anordnungen widerstrebt, dann haben wir die Freiheit, dem Willen der Obrigkeit nicht zu folgen. Und interessanterweise ist es gerade Petrus, der genau das in der Apostelgeschichte vor der Obrigkeit, der religiösen Obrigkeit seines Volkes verteidigt. Genau das ist der Petrus, der sagt, seid untertan, der sagt, Folgendes, nämlich, dass man Gott mehr gehorchen muss als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Petrus und die Apostel aber antworteten und sprachen, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Okay, da bist du also in einer Situation drin. Auf der einen Seite sollst du der Obrigkeit gehorchen, auf der anderen Seite sollst du untertan sein, auf der einen Seite sollst du beten, aber nicht, wenn es widergöttliche Aspekte sind. Du musst das, was Gott sagt, an Priorität Nummer 1 stellen. Jesus selbst sagt dazu, die Stelle kennt ihr auch, in Lukas 12, ab Vers 11, wenn sie euch aber vor die Synagogen und die Obrigkeiten, da kommt dieses Wort wieder, die Obrigkeiten, Mehrzahl, und die Machthaber führen, die Machthaber, was für ein interessantes Wort, ja, die Machthaber, so sorgt nicht, wie oder womit ihr euch verantworten oder was ihr sagen sollt, denn der Heilige Geist wird sie in jener Stunde lehren, was ihr sagen sollt. Das Interessante ist doch, dass hier Jesus sagt, hallo, ihr werdet vor die Machthaber gezerrt werden. Es wird dazu kommen, dass man von euch Rechenschaft haben will. Man wird euch quasi verfolgen. Jesus hat sehr viel von Verfolgung gesprochen, die die Gemeinde oder die Christen erleben werden. Bis in die heutigen Tage und wer weiß, in was wir uns hineinbewegen in vielen Ländern der Welt. Momentan, was da passiert. Genau, das heißt also, ganz offensichtlich gibt es Obrigkeiten, die die Gemeinde verfolgen, die die Gemeinde bedrängen, die die Gemeinde ausrotten wollen. Und das war damals auch schon so. Ja, da war es ist halt ja auch in den asiatischen Ländern. Ja, in vielen Bereichen der Welt, im Nahen Osten. Nahen Osten, ja. Ne? Mhm. Und dann, damals war es eben diese religiöse Obrigkeit, diese Pharisäer und Sadduzäer, die also mit schärfster, ich würde mal sagen, Brutalität eben die Gemeinde versucht haben, runterzuknüppeln. Ne? In Apostelgeschichte 4, Vers 19 heißt es, Petrus aber und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, ob es vor Gott recht ist, auf euch mehr zu hören als auf Gott, urteilt ihr. Das haben sie also der religiösen Obrigkeit zugespielt, weil sie wussten, natürlich muss man Gott mehr gehorchen als dem Menschen. Immer. So, und in diesem ganzen Spagat befinden wir uns also, wenn es darum geht, in vernünftiger, guter, Gott wohlgefälliger Weise für die Obrigkeit zu beten. So, als ich an dem Punkt angekommen war, dachte ich mal nach darüber, was ist denn nun bitteschön eigentlich
Obrigkeit. Wer ist gemeint? Wer ist denn damit gemeint? Okay, damals ganz offensichtlich, da hattest du das Römische Reich, da gab es den Cäsar und dann diese ganze irre Hierarchie, die dann runtergebrochen ist in diesem monströsen Weltreich, was sie hatten, eben auch über diese Besatzungsmächte und so weiter. Es gab ganz genaue eine Obrigkeitsstruktur. Ja? Wie Jesus auch sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist und Gott, was Gottes ist. Ne? Es gab dieses Ding und da einfach in dem System sind wir drin und in dem System befindest du dich und da bleib auch bitte drin. Du musst aber diese Situation auch im Kontext sehen. Im Judentum gärte es zu der Zeit. Ja? Warum denn? Mhm. Die wollten die Römer aus dem Land schmeißen. Da war absolut Revolutionsstimmung. Ja? Es war eine Situation, wo gerade in den Kreisen von den Zeloten, wo viele Christen geworden waren und in diesen jüdischen, sektiererischen Gruppen, die es in Hülle und Fülle gab, wo eine Bereitschaft war, gegen die das Besatzungsmacht, das Römische Reich, vorzugehen. Das war ja auch der Faktor, ich wollte gerade sagen, das war ja auch der Faktor, dass sie mit den Palmen und mit den Gewändern Jesus willkommen geheißen haben in Jerusalem und gesagt haben, Hosianna, der König kommt. Sie wollten ja einen König haben. Sie haben gedacht, Jesus wird sie von diesem Joch der Römer befreien. Genau. Das war der Faktor. Es war, das stimmt. Die messianischen Verheißungen im Alten Testament gibt es zwei Ströme, sage ich mal. Das eine ist der leidende Messias und das andere ist der königliche Messias. Und sie haben auf einen königlichen Messias gewartet, der, wie es so schön heißt, die Völker mit eiserner Rute schlägt. Und das war das, worauf sie gewartet haben, worauf sie gehofft haben. Und das hat Jesus ja nicht erfüllt. Das stimmt. Deshalb hat man ihn dann auch verworfen dann. Ja. Weil auch die Jünger haben ja gesagt, wie ist das denn, wenn du dein Reich aufrichtest, darf ich so rechts und so links sitzen und so weiter. Die haben an die irdische Herrschaft gedacht, weil der Messias verstanden worden ist als ein irdischer König, der ein prachtvolles Israel aufbaut. Gut, und das war ja in diesem ganzen Bewusstsein von diesen judenchristlichen Kreisen erstmal noch drin. Überall auch in der im Römischen Reich waren es ja zuerst einmal auch in die Paulus und so weiter in die Synagogen gegangen und da haben sich Juden bekehrt und dann ist daraus irgendwie eine Gemeinde entstanden, weil sie aus der Synagoge rausgeschmissen worden sind oder sowas, ja, und dann eben Heiden dazugekommen sind. Das heißt, da war dieses Bewusstsein, wir brauchen Befreiung von diesem römischen Joch, war da. Das musst du verstehen, wenn du diese Bibelstellen liest, dann wird das Ganze nämlich ein bisschen klarer, dass er sagt, Leute, seid mal hier untertan im Sinne von, wir sind in diesem System und wir wollen hier bleiben. Wir sind jetzt nicht in der Situation, dass wir einen Messias, einen kämpferischen, kriegerischen Messias ausrufen, der das System hier runterstürzt. Ne? Also bitte den Kontext berücksichtigen. Übrigens bei der Gelegenheit, im Judentum gab es tatsächlich im Jahr 135 oder was, dann einen Messias, der genau diese königliche Rolle übernommen hat, Bar Kochba. Ja, sehr interessant, sich damit zu beschäftigen. Ihr wisst, der Tempel und Jerusalem fielen im Jahr 70 nach Christus bei den Römern und das Judentum hat dann unter irrwitzigen Verlusten dann natürlich sich weiter, die haben ja weitergelebt, die Überlebenden und so weiter. Und es war immer diese Hoffnung, dieses königlichen Messias, der den Feind aus dem Land schmeißt und das wiederherstellt. Ja. Und dann gab es einen, der hieß Bar Kochba, der wurde vom Sanhedrin als Messias erklärt. Und das war etwas, was natürlich jetzt eine völlig andere Kategorie hatte. Das war das, was bei Jesus eben nicht der Fall war. Da haben sie gegen ihn gekämpft. Aber hier war jetzt der offizielle Messias ausgerufen. Und gesagt, das ist der Messias. Und deshalb haben die Juden einen gigantischen Aufstand gemacht unter seiner Führung, der Bar Kochba-Aufstand. Stimmt. Dieser Bar Kochba-Aufstand, weil die Juden einfach dieses Messias-Ding hatten, hat das gesamte Römische Reich komplett erschüttert. Das war wahrscheinlich der größte Schlag über Jahrhunderte, den das Römische Reich wegstecken musste. Und die haben irrwitzige Verluste gehabt und haben hinterher beschlossen, also da alles an militärischer Power, was überhaupt zur Verfügung stand, da hinzuschicken, diesen Aufstand niederzuschlagen. Also der Bar Kochba-Aufstand war sehr interessant. Aber es war ein jüdischer, königlicher Messias, der offiziell ausgelobt worden war. Und das war das, worauf sie gewartet hatten.
Nun, bei Kochba war offensichtlich nicht ein der kommende Messias, wie wir wissen. Logischerweise. Und es ist auch sehr interessant, der Name heißt Sternensohn, Sohn der Sterne. Und der wurde umgeändert vom Sanhedrin. Eigentlich sein ursprünglicher Name war Bar-Kosiba. Und das heißt Sohn der Lüge. Also das ist wirklich frappant, ne? Und wie komme ich jetzt auf den Bar Kochba? Einfach wegen diesem Messias, wegen dieser Erwartung des Messias. Also du merkst also, wie war 135 nach Christus, da waren diese Briefe alle schon lange, lange geschrieben. Ja, du merkst also, das war in der ganzen Region, in dem Volk, war einfach dieses, wir brauchen einen starken Führer, der hier die Römer aus dem Land schmeißt. Und da sagt Paulus, kommt mal runter, wir sind nicht diejenigen, die hier mit dem Messer unterm Kittel rumrennen und irgendwelche Römer abstechen. Wir sind Leute, die hier angepasst und friedlich leben. Wir sind Menschen, die sich da zurückhalten. Das hat also etwas zu tun mit der Unterordnung in der damaligen Zeit in dieses System, wo viele gedacht haben, sie müssten eine militärische, kriegerische Auseinanderführung machen. Also sozusagen Revolution machen. Mhm. Das muss man immer, immer berücksichtigen bei dem, was hier Paulus sagt. Gut. So, okay, jetzt nochmal zurück, wo ich eigentlich drüber nachgedacht habe. Ja, und ich dachte, Obrigkeit. Was ist denn Obrigkeit? In einer Demokratie. Was ist Obrigkeit in einer Demokratie? Weißt du, was das ist? Der Souverän. Der Souverän in einer Demokratie. Das Volk. Das Volk ist der Souverän. Das Volk ist das oberste Ding, was es in einer Demokratie gibt. Es gibt nichts, gar nichts, überhaupt nichts, was da drüber steht. Und wenn es sich etwas erdreistet, darüber zu gehen in einer Demokratie, dann kippt es in eine Diktatur. Dann kippt es in einen totalitären Staat. Und das kannst du überall auf der Welt beobachten, wo sowas passiert. Eine Demokratie ist ein System, wo das Volk die oberste Autorität hat, die oberste Position hat, der souverän ist. Aha, jetzt wird die Sache schon mal ganz interessant. Wenn wir in einer Demokratie leben, dann ist nicht die Regierung die Obrigkeit, sondern das Volk ist die Obrigkeit. Zumindest habe ich, nach meinem Verständnis ist das dann so bei mir gedämmert. Also die Altkanzler, die damaligen Adenauer und die danach kamen, die haben ja immer gesagt, dass die Regierenden dem Volk dienen sollen. Das war immer dieser Spruch, an den sie sich gehalten haben oder den sie halten wollten. Nach diesen entsetzlichen Kriegsjahren, nach dieser entsetzlichen Zerstörung des Landes, wo nichts mehr übrig war, wo kein Stein auf dem anderen geblieben ist, in vielen Städten war der totale Ausnahmezustand und die Demokratie sich gebildet hat, da war das die Grundaussage der ersten Kanzler, dass die Obrigkeit, die Herrschenden, die Regierenden Diener des Volkes sind, weil das Volk der Souverän ist. Ja. Und als wir vor... Auf unserer Webseite haben wir bei dieser Seite, wo es da um Covid-19 geht, da haben wir ein Zitat von Heinemann, Gustav Heinemann. Stimmt. Der hat das beispielsweise also sehr schön auf den Punkt gebracht. Ja, das fand ich so cool, das habe ich also wirklich da auf die Webseite mit draufgenommen. Wir hatten einmal das in Berlin die... Reichstag besichtigt. Im Reichstag waren wir in Berlin und dann gibt es in dem Reichstag, du kannst in den Gebäuden gehen und in der Mitte gibt es ein kleines Gartenstück und in diesem Gartenstück, so ein Innenhof, da sind so Hecken angelegt, so kleine und da mit den Hecken ist gebildet für das Volk. Das war total überwuchert, das war ungepflegt, das war nicht geschnitten und zwar nicht nur ein Jahr nicht geschnitten, sondern viele Jahre nicht. Und da habe ich im Gebet drüber nachgedacht, was hat das zu bedeuten? Warum pflegt das keiner, wenn es doch heißt für das Volk? Und jeder Besucher des Reichstages da reingucken kann in dieses Gartenstück. Und das hat mich damals mit wirklicher Trauer erfüllt, weil es wie ein Bild für mich gewesen ist, für den Zustand unseres Landes. Hm.
Das ist vielleicht wie lange her? 5 Jahre? 6? Ja, vielleicht. Und vielleicht noch nicht mal. 3, 4, weiß nicht. Okay. Genau. Okay, also nach meinem Verständnis oder unserem Verständnis, die Obrigkeit an sich ist das Volk, der Souverän. Ja? Hat natürlich in der Demokratie zeitlich befristet gewählte und autorisierte Leute, die eben dann, sagen wir mal, im Praktischen die Regentschaft ausführen, in der Legislative, in der Exekutive und in der Judikative, Gewaltenteilung. Ja? Gut, die sind befristet und sie müssen Diener des Volkes sein. Ja? Das ist ganz, ganz entscheidend. Ja? In totalitären Regimen kippt das. Manchmal ist es ja auch eine Wahl und dann werden Leute gewählt und dann kippt das Ganze, denk mal an Türkei, war übrigens auch im Nazi-Deutschland so. Die Nazis sind eigentlich, da war ein bisschen Fake und ein bisschen Betrug und ein bisschen Manipulationen, aber eigentlich sind sie durch eine demokratische Wahl an die Macht gekommen. Das ganze Ding ist dann komplett gekippt. Ja? Aus dieser Weimarer Republik eine stressige, schwierige, sehr chaotische Phase, aber eine demokratische Phase in schwierigen Situationen. Und aus denen ist dann über demokratische Wahl dieses entsetzliche, hassenswerte, ein Bild für die Endzeit, für Antichrist und Co., Nazi-Deutschland entstanden. Ne? Gut. So, aber jetzt ist eben die Frage, wenn es jetzt eben dazu kommt, dass in einem solchen System irgendwo auf der Welt jetzt die Regierenden, aus welchen Gründen auch immer, über diese Dienerschaftsfunktion hinweggehen und das Volk missbrauchen, das Volk schlagen, das Volk quälen, das Volk peinigen, nötigen, irgendwas machen, ausbeuten, was auch immer es sein mag. Ja? Es gibt ja die reinsten Horrorbeispiele auf der ganzen Welt. Dann ist es eben so, dass man als Bürger einfach das Recht hat, dagegen aufzustehen und sagen, Moment mal, hier läuft was, was nicht in Ordnung ist. Gut, und genau da, an diesem Punkt, da greifen dann diese wunderbaren Bibelstellen, wo immer und immer und immer wieder Christen aufgefordert sind, nein, du hast dich untertan zu sein, was immer hier läuft, ist vom Herrn und du hast ganz brav die Klappe zu halten und für den Segen der Regierungen zu beten. Und weißt du was? Ich glaube, das ist nicht richtig, weil du musst, wenn, dann musst du für den Segen des Volkes beten und dass der wahre Volkswille durchgesetzt wird und nicht der Wille von irgendwelchen Leuten, die da in Regentschaft sind, warum auch immer. Und du musst eben davor dich hüten, in so eine Art, ich sag mal das Wort, Kadavergehorsam zu kommen. Kadavergehorsam ist etwas richtig, richtig Deutsches. Das ist ein Wort, das ist weltweit bekannt für Deutsche, weil Kadavergehorsam war im Kaiserreich das Ding. Ja, es war völlig bekloppt, aber es gab irgendwelche, also das deutsche Kaiserreich, das war sowas von Grotte, das kannst du dir nicht vorstellen. Es ist, also was da an egal, lassen wir. Also es gab manches Gute und es gab entsetzliche Abgründe. Das stimmt. Ja, so und da gab es diesen Kadavergehorsam, so Pickelhaube-mäßig, ja, aber richtig hier Gehirn ausgeschaltet und wie die Lemminge in irgendein Ding. Und das wurde weltweit zum Synonym für die Deutschen, ja. Dieses Gedrillte und irgendwie so Kadavergehorsam halt, bis in den Tod. Ne? Und dieser Kadavergehorsam, der war damals bei den Christen verbreitet. Man hat die Augen verschlossen vor dem Unrecht, vor dem Problem, vor dem, was da war. Man ist einfach hinterher und hat die Parolen nachgebrüllt. Damals war es beispielsweise der Hass gegen die Franzosen, ja, im Ersten Weltkrieg. Völlig abartiger, schwachsinnig, aber ein unvorstellbarer Hass, der da geschürt worden war, wo man eben diesen Feind bekämpfen wollte. Ne? Gut, und die Christen haben die Augen verschlossen, haben die Waffen gesegnet und gemacht und getan und sind für Gott und Vaterland und den Kaiser eben in den Krieg gezogen. Und zu Hause die Gebliebenen, die haben mit diesen Bibelstellen gesagt, das ist nämlich hier von Gott uns gegeben und wir ordnen uns unter und wir beten dafür, dass die Pläne gelingen. So, und wenn du dich mit dem deutschen Geschichte auskennst, dann weißt du, was für ein Fiasko der Erste Weltkrieg geendet ist. Eine Entfesselung irrwitziger dämonischer Kräfte. Da gibt es sehr viel zu sagen dazu. Ich habe ein Buch über die ganze Situation auch geschrieben, Gott und Deutschland, wo ich diese ganze Phase so ein bisschen aus dem Geistlichen auch beleuchte. Auch warum die Situation, in der wir heute stehen, so ist in Bezug auf diese
Wurzeln, ja, die wir haben. Ja, schon. Ne? So, und das Interessante war, dieser Kadavergehorsam tauchte dann im Nazireich wieder auf. Ich meine, das dürfte vielen ja einfach noch bekannt sein aus dem Schulunterricht und so weiter. Ein kompletter Kadavergehorsam. Irrwitzig hohe Strafen bei nicht parieren, aber ansonsten alle hinterher. Dieser berannte Spruch, Führerbefehl, wir folgen. Ja, echt abartig. Und ohne irgendwie Gehirn einzuschalten, alle hinterher. Alle wie die Lemminge ins Verderben. Und das Elend und das Verrückte ist, dass die Christen mitgespielt haben. Dass die Christen aufgrund von diesen Bibelstellen, ja, jede bestehende Macht ist von Gott verordnet, dann ist das so und dann sind wir da hinterher und das ist der Führer und der ist vom Herrn und wir beten alle mit. Das ist total perfide aber gewesen. Nicht alle Christen. Nee, sorry, habe ich das gesagt? Die Nein, Christen aber viele Christen. Es gab viele Christen, die sich in dieses Ding haben reinbegeben. Und da werden diese Bibelstellen missbraucht, um in solch einer Richtung dann eben solche Sachen abzunicken. Im Kadavergehorsam. Ja? Und die Frage ist, ist das damit wirklich, wirklich gemeint? Und ich sage nein. Die Bibelstellen sind falsch verstanden worden. Erstens, wie gesagt, der Souverän ist überhaupt nicht irgendein wie auch immer gewählter Herrscher, sondern der Souverän ist das Volk. Und eigentlich ist der Volkswille das. Ob der Volkswille nun gut oder schlecht ist, ist einmal dahingestellt. Aber das ist eigentlich in der Demokratie der Souverän. Das müssen wir akzeptieren. Ne? So. Und wir dürfen oder können oder sollen nicht alles abnicken. Ja? Wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es gibt Dinge, die wir nicht mitgehen. Und da fordere ich wirklich uns Christen auf, Position einzunehmen, das Haupt zu erheben, die Hacken einzugraben und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Ne? Wenn wir nicht widerstehen, wisst ihr, was passiert? Dann laufen wir mit dem Teufel. Das ist das Problem. Wenn wir nicht Position einnehmen, werden wir mit ihm laufen. Und das ist etwas, was ich das ist etwas, was mich beschäftigt und bewegt, ist, dass ich sehe, wie wenig Christen leider in unserem Land, anderswo, ich denke, ist es auch anders in anderen Nationen, aber in unserem Land aufstehen. Die meisten spielen einfach mit. Die tun also aufstehen alles. Meinst du im Gebet aufstehen? Ja, ja. Und im Gebet, die Dinge, Gerechtigkeit, für Gerechtigkeit beten, dafür für beten, Licht. Dass das, was wirklich relevant ist, hier, ja, dass das umgesetzt wird, dass das Wahrheit ist, dass das bleibt, dass das ist die Basis. Das ist die Basis, das ist der eigentliche Volkswille. Wenn du was sagst, Souverän, dann hier steht es drin. Ja, so, und wenn das ausgehebelt wird, aus welchen Gründen auch immer, dann ist ein ernsthaftes Problem. Und wenn man dir sagt, das Infektionsschutzgesetz oder sonst was steht über dem Grundgesetz, Irrtum euer Gnaden, das ist einfach eine Lüge. Ja, es gibt nichts, was über dem Grundgesetz steht in dieser Nation. Ne? Gut, also, was ich hier eigentlich sagen will, ist, wir müssen im Gebet herrschen und die Dinge Gottes beten und nicht sagen, okay, wir nicken alles ab, weil Bibelstellen wie Römer 13 uns sagen, wir sollen mit der Obrigkeit zufrieden sein und uns unterordnen. Das ist nicht gemeint, dass du von irgendwelchen Herrschern, die zeitlich befristet gewählt sind und die irgendwelche Entscheidungen treffen, dass du das alles abnicken musst und dass du nicht dagegen aufstehen darfst oder dass du im Grunde genommen einfach zu einem stumpfen Ja-Sager und Funktionär werden musst. Das ist es nicht. Und wenn du dann überlegst, oder ich habe dann überlegt, wie stellt sich denn Gott so eine Obrigkeit vor? Was ist denn eine Obrigkeit, die Gott wohlgefällig ist? Und dann wurde ich fündig bei den Sprüchen. Ja. Und dann ist immer der König, der steht natürlich dann für die Obrigkeit. Ein Greuel ist für Könige gottloses Tun. Aha. Gottloses Tun sollte für einen guten Herrscher ein Greuel sein. Gut. Sprüche 16, Vers 12. Denn durch Gerechtigkeit steht sein Thron fest. Sprüche 20, Vers 8. Ein König, der auf dem Richterstuhl sitzt, sondert mit seinen Augen alles Böse aus. Das ist ein gerechter Obrigkeit, das ist etwas, was dem Herrn wohlgefällig ist, dass das Böse ausgesondert wird, ja? Dass Gerechtigkeit aufgerichtet wird. Sprüche 20, Vers 26. Ein weiser König sondert die Gottlosen aus. Gottlose, also Leute, die sich gegen die Maßstäbe und Anordnung Gottes richten, werden weggetan aus der Regierung. Das ist nach Gottes Wille die richtige Regierung, wie sie sein sollte, oder die Obrigkeit. Sprüche 2 Verse weiter, Vers 28.
Güte und Treue behüten den König. Und durch Güte stützt er seinen Thron. Güte, Treue, ja, mhm. Das heißt auch, dem Wort, was man gegeben hat, treu sein. Starke das sind Attribute. Beispielsweise Wahlversprechen oder sowas, dass die gehalten werden, dass die umgesetzt werden. Dass einfach, zum Wohl des Volkes. Dass man dem, was man gesagt hat, treu bleibt, dass man seine Position nicht ändert und so weiter. Ja, das ist aus Gottes Sicht die richtige Art einer guten Obrigkeit. Sprüche 22, Vers 11. Wer Reinheit des Herzens liebt, wessen Lippen wohlgefällig reden, dessen Freund ist der König. Reinheit des Herzens. Also die Obrigkeit, die sollte sich mit Leuten beschäftigen, die ein reines Herz haben, ja, die wohlgefällig reden, die und so weiter, eben Gottlose weg und so weiter, all diese Sachen. Sprüche 25, Vers 5. Man entferne den Gottlosen vom König, so steht sein Thron fest durch Gerechtigkeit. Das ist das, was Gott möchte, dass die Gottlosen weggenommen werden, damit der Thron in Gerechtigkeit aufgerichtet ist. So, das ist der Maßstab, wie Gott sich Obrigkeit vorstellt. Ne? Das muss man immer berücksichtigen. Sprüche 29, Vers 4. Ein König gibt durch das Recht dem Land Bestand. Amen dazu. Amen. Aber wer nur Abgaben erhebt, zerstört es. Okay, dazu möchte ich mal nichts sagen. Sprüche 29, Vers 14. Ein König, der die Geringen in Wahrhaftigkeit richtet, dessen Thron wird feststehen für immer. Also den Geringen, den Armen, den sozial Schwachen, denen, die einfach eben keine Möglichkeit haben, sich sonst irgendwie ihr Recht zu bekommen, in Wahrhaftigkeit zu richten, sich ihnen gegenüber korrekt zu verhalten. Fair. Wirklich die ja, all das. Und Deutschland war dafür bekannt, ja, durch das gute Sozialsystem, durch das Rentensystem, durch das Krankenkassensystem und so weiter. Deutschland war dafür bekannt. Ja. So. Und Gott sagt, das ist gut, wenn sowas ist. Aber weißt du, wenn du dir das überlebst, heute, ist es denn wirklich so? Oder ist diese als Regierenden eingesetzte Dienerschaft unter der Obrigkeit des Volkes eher so, dass sie aus eigenem Ermessen irgendwelche Dinge umzusetzen versucht? Ich rede von weltweit, ja, durch Korruption, durch irgendwelche diktatorischen Maßnahmen, durch irgendwelche widergöttlichen Sachen, durch die Verfolgung von Armen und Schwachen, durch, was weiß ich, Aushebeln von irgendwelchen Rechten, durch Bevorzugung von irgendwelchen, keine Ahnung, Gruppen, Eliten oder irgendwie manche sowas. Manche Gruppen, die verfolgt werden. Ja, ne, so weiter. Ne? Und wenn du dann darüber nachdenkst, dann sagst du, im Alten Testament findest du endlos in den Büchern Samuel, Chronik und Könige, Samuel, Könige und Chronik, ja, das sind 6 Bücher, da findest du endlos diese Aufzählung von diesen ganzen Königsstories im Alten Testament. Und du hast irgendwann nur dieses Ding, guter König, böser König, guter König, böser König, guter König, böser König. Ja, und wenn du dich damit beschäftigst, dann merkst du, es gibt immer Propheten, die aufstehen und die bösen Herrscher konfrontieren. Ja, die kommen und konfrontieren die. Gott hat immer Propheten gesandt, die Herrscher konfrontiert haben und gesagt haben, was hier läuft, ist nicht in Ordnung. Was ihr macht, das ist gefährlich. Wenn ihr das nicht ändert, dann wird Gott eingreifen und so weiter und so weiter. Heißt doch, die Propheten haben zu dem Unrecht nicht geschwiegen. Mhm. Die Propheten haben diese Bibelstelle in Römer 13 nicht gelesen, die gab es nämlich noch nicht. Und wenn sie die gelesen haben, haben sie es anders verstanden. Ja? Sie wussten, Moment mal, Gott hat etwas zu sagen in der Situation, in der wir uns befinden. Ja. Und das war das, weshalb sie das prophetische Wort weitergegeben haben und häufig hat es extremen Stress gegeben. Ja, so. Und ohne mich jetzt mit den alttestamentlichen Propheten vergleichen zu wollen, wenn du ein prophetisches Wort hast, dann musst du es prüfen bei dir selber, ganz persönlich, ob das was für dich ist. Aber wenn, dann ist das etwas, wo du auch sagst, okay, Gott redet, Gott hat was zu sagen, Gott möchte, dass wir entsprechend agieren. Ja, und zwar, da komme ich gleich noch drauf, im Gebet. Auch positionieren. Ja, gut. Ungerechte, Gottlose, Böse werden im Alten Testament hunderte Male genannt. Ja? In den Psalmen, in den Sprüchen und so weiter, ganz oft. Und immer wieder ist es dieses Ding, das sind welche, die richten das Land zugrunde, das sind welche, die segnen das Land. Ja? Und so weiter. Das solltet ihr alle kennen. Und das Schicksal der Bösen, der Ungerechten, ist immer wieder vorgezeichnet. Mhm. Immer wieder vorgezeichnet. Sie werden scheitern. Oder sie werden weggenommen von Gott. Ja.
Im Alten Testament oder andersrum, im Judentum gibt es zwei extrem wichtige Persönlichkeiten. Das sind Mose und Elia. Mose steht für das Gesetz, das Gebot. Elia steht für die Propheten. Und das ist das, wo es auch im Neuen Testament darum geht, das Gesetz und die Propheten. Und dafür stehen Mose und Elia. Und ihr erinnert euch bestimmt dran, bei der Verklärung Jesu erschienen Mose und Elia. Mhm. Ne? Das waren die beiden, die eben die Kernfiguren des jüdischen oder des israelischen Glaubens sind. Ne? Gut, und wenn du dir beide anguckst, dann ist es extrem interessant, wenn du die unter dem Gesichtspunkt Unterordnung unter staatliche Macht anschaust. Mose hat die absolute Konfrontation auf Anordnung Gottes mit der staatlichen Macht. Das stimmt. Also par excellence gemacht. Ja. Ja, er hat das System sowas von konfrontiert, bis es in die Knie gezwungen war. Ja, wenn du Mose dir anschaust, was Mose gemacht hat und wie Mose vorangegangen ist, und dann Römer 13, Vers 1 bis 7 so liest, wie man es normalerweise versteht, dann musst du sagen, also Mose ist leider durchgefallen. Ja. Mose ist richtig, richtig durchgefallen. Ne? Denn der hat genau das gemacht, was Gott ihm gesagt hat. Und er hat gesagt, konfrontiere das System. Konfrontiere das System, damit mein Volk frei wird. Okay, der zweite, Elia. Hi, Elia ist jetzt natürlich das Paradebeispiel für Konfrontation. Ja? Da war Ahab mit seiner verrotteten Isabel, mit ihren Baalspriestern, mit ihren Baalspropheten. Mit ihren Wahrsagern. Ja? Sie hatte Propheten. Falsche Propheten, ja. Massenhaft, ja. So, und Elia kommt einfach und konfrontiert out of the blue das System und sagt, weißt du was, hier, es wird nicht mehr regnen, bis ich sag. Ne? Und das ganze System kommt ins richtige Trudel und in richtige Probleme und hinterher kommt es ja dann zum Showdown auf dem Karmel, ja, wo es wirklich dahin kommt, zum diese Gewaltprobe, wer ist jetzt Gott? Und das Volk, wie es heißt, hinkte auf beiden Seiten. Es hinkte auf beiden Seiten. Und es musste gucken, ist der Herr Gott oder ist Baal Gott? Wer ist stärker? Mhm. Und es kam zu dem Konflikt, zu dem absoluten Konflikt. Ja. Ne? So, das heißt, wir haben hier im Alten Testament zwei Gestalten und beide stehen für eine absolute, aggressive Vorgehensweise im Übernatürlichen gegen das System, was die Menschen in Gefangenschaft hielt. Warum? Weil in beiden Fällen war es satanisch. Ägypten steht mit dem Pharao für die Gefangenschaft schlechthin für das Volk Sklaverei. Gottes. Ja, für Sklaverei, für Unterjochung. Der Pharao ist ein Bild für den Teufel natürlich. Ja, das Volk Gottes muss rausgerissen werden durch diese Konfrontation. Und genauso mit Elia, ja, der dieses System von dieser Isabel mit ihrem ganzen Baalskult, mit diesen unvorstellbaren Gräueltaten, die damit einhergegangen sind, einfach diese Konfrontation gemacht hat, um das Volk rauszubekommen, um die Leute davon wieder zu überzeugen, hey, der Herr ist Gott. Yes. Und dieses Ding ist etwas, was wir da wirklich finden. Ne? So, und dann müssen wir uns berücksichtigen, dass die Bibel tatsächlich sagt, auch wie wir uns zu verhalten haben, wenn es um etwas Böses geht. Der gleiche Paulus schreibt im gleichen Römerbrief, im Kapitel vorher, von diesem Römer 13, was ich euch vorgelesen habe, schreibt er, verabscheut das Böse. Verabscheut das Böse. Mhm. Wenn also es in irgendwelchen Ländern, nehmen wir mal Nazi-Deutschland, Böses gibt, dann haben wir das zu verabscheuen und wir haben in der Autorität, die wir haben, weil das Wort, das Gebot Gottes für uns wichtiger ist, haben wir dagegen anzugehen. Und viele Christen haben es leider, leider damals nicht gemacht. Wenn du dich mit der deutschen Geschichte beschäftigst, es ist beschämend. Es ist beschämend, wie wenig die Christen in Position gekommen sind. Weißt du was? Heute reden wir alle von Bonhoeffer. Das war einer, der Position bezogen hat. Das müssten Tausende sein. Wo sind denn all die Pastoren? Wo sind denn all die Pfarrer? Wo sind denn all die Leute, die in den geistlichen Positionen waren, die mitgelaufen sind, die nichts gemacht haben? Wir freuen uns über einen, Bonhoeffer. Der wird verglorifiziert. Aber du merkst daran, wie schwach das Christentum war. Warum? Weil sie alle mitgelaufen sind, weil sie alle sich einfach weggeduckt haben, untergeordnet haben, ohne dass sie ihre Position als Korrektiv für das Reich Gottes eingenommen haben. Amos 5, Vers 15. Hasst das Böse und liebt das Gute und richtet das Recht auf im Tor. Das sagt er zum Volk Gottes. Hasst das Böse. Wenn etwas Böses passiert,
ja, in irgendwelchen Staaten, in irgendwelchen Ländern, in irgendwelchen Regimen, hasst es, liebt das Gute und richtet das Recht auf. Unser Job ist, das Recht aufzurichten. Mhm. Ja, das Recht aufzurichten. Und ich finde es wirklich bemerkenswert, dass das Zeichen von dem Widerstand tatsächlich das Grundgesetz ist. Das Recht, das Basisrecht in Deutschland. Sehr bemerkenswert. Römer 12, Vers 21. Das sind nur wenige Verse vor hier dem Römer 13. Ne? Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde. Yes. Das Böse. Überwinde das Böse mit dem Guten. Nicht mit Revolution, nicht mit Krawall, nicht mit irgendwelchen, Steine schmeißen oder sonst was. Natürlich nicht. Ja, wie gesagt, in dieser ganzen Revolutsituation damals hat er das gesagt. Sondern mit Gutem. Amen dazu. Mit Gutem. Aber das heißt im Gebet, in der Autorität, die dir gegeben ist, indem du in guter Weise dagegen angehst und sagst, Moment mal, hier laufen Sachen, die sind nicht richtig und wir bestehen darauf, dass die Absichten Gottes zustande kommen. Und es wird noch besser, Jesaja 5, Vers 20. Weh denen, die Stelle solltest du dir merken, schreib mal auf, Jesaja 5, Vers 20. Weh denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen. Und weißt du was? In vielen, vielen Ländern der Welt ist das der Fall. In vielen, vielen Ländern der Welt ist genau das der Fall. Böses wird gut und Gutes wird böse genannt. Und dann geht es hier weiter, die aus Finsternis Licht und aus Licht Finsternis machen. Das heißt, das, was eigentlich dunkel ist, wird verglorifiziert, sagt, das ist alles richtig, das ist Licht. Richtig, ja. Aber das wahre Licht von Gott, das wird als was Finsteres, als was Abzulehnendes dargestellt. Ne? Die aus sauer süß und aus süß sauer machen. Ja, und dann noch eine schöne Bibelstelle aus Daniel 4, Vers 24. War ja auch einer, der nicht systemrelevant war. Ja, der hat auch sein Ding mit dem Herrn durchgezogen, gegen alle Widerstände und ist dann eben in Stress gekommen. Er hat sich nicht gebeugt. Ne? Er hat sich nicht, genau. Er hat das, was er mit Gott hatte, das hat er beibehalten, obwohl die offizielle Anordnung war, darf er nicht mehr machen. Ne? Ja, so war es auch mit Schadrach, Meschach und Abednego, den drei Männern im Feuerofen und so. Das sind viele Beispiele in der Welt, in der Bibel, wo die, wo die, das Volk Gottes einfach nicht mitgespielt hat und dann gab es eben diesen Stress. Sie haben sich eben nicht untergeordnet. Sie haben gesagt, nein, man muss Gott mehr gehorchen als dem Käse, was ihr hier macht. Und das ist wichtig, wichtig. Das sind die Helden. Ja, an die wir heute denken, wo wir sagen, das sind unsere Beispiele, das sind unsere Vorbilder, das sind die, an denen wir uns aufrichten. Ja, das sind diejenigen, die eben nicht mitgespielt haben, sondern die Position genommen haben und Gott an erste Stelle gesetzt haben und die Maßstäbe Gottes an erste Stelle gesetzt haben. So, hier Daniel, ich glaube, steht in 4, Vers 24. Da geht dann ein Rat an einen Herrscher. Darum, König, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit deinen Vergehen durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen von Dauer sein soll. Das muss man echt mal sich bewusst machen, was hier steht. Hier wird direkt, unmittelbar ein Souverän angesprochen, ja, ein König. Und das heißt, ein Rat. Brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit. Also richte Gerechtigkeit auf und tu diese Sünden weg. Bring das in Ordnung. Ja? Im Grunde genommen bekehre dich. Ja? Richte Gerechtigkeit auf. Richte das Gute auf, richte das Wohllautende, Wohlgefällige und Richtige. Ja, das Gerechte. Ja. Ne? So. Und brich mit deinen Vergehen durch Barmherzigkeit gegen Elende. Und das ist etwas, wo ich sage, gerade dieses Problem, diese Ungerechtigkeit gegen die Ärmsten, das ist eine richtige Katastrophe. Weißt du was? Weißt du, wo so etwas für mich richtig deutlich wird, wenn ich Informationen wie die folgende bekomme? Ich meine, ich kann das nicht verifizieren. Ich habe das nur gehört von jemand Ernstzunehmenden. Ich weiß, in den USA gibt es momentan 33 Millionen Leute, die ihren Arbeit verloren haben innerhalb weniger Wochen. Das Interessante ist, dass die 1000 reichsten
Personen, die 1000 Superreichsten, haben in exakt der gleichen Zahl ihr Vermögen um 30% steigern können. Man sagt um 300 Milliarden Dollar. In der gleichen Zeit, wo eine riesige Menge von Menschen in Armut und Elend abstürzt, haben Superreiche sich unermesslich bereichern können. Frag mich nicht, wie das geht. Da gibt es Leute, die verstehen das. Ich verstehe sowas nicht. Aber das ist etwas, wo ich sage, genau das ist das Problem. Barmherzigkeit gegen Elende, diese Vergehen, ja, die darf man nicht tun. Das wird auch nicht auf Dauer den Leuten Wohlergehen bringen. Ne? Das sind Sünden. Es muss Gerechtigkeit aufgerichtet werden. Und diese Dinge sind etwas, wo ich sage, das sind Gräueltaten. Gräueltaten vor Gott. Und es ist absolut in Ordnung, wenn man aufsteht und dagegen betet. Und wenn es von irgendwelchen Obrigkeiten kommt, umso mehr. Ja? Wir haben, wir als Volk Gottes, wir als Christen, haben die Verantwortung durch Gebet, durch Fürbitte, ja, so zu beten, dass der Wille Gottes kommt. Da betest du doch ein Vaterunser. Yes. Ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ja, das Reich Gottes komme auf Erden. Dein Wille geschehe auf Erden. Ja, die Gerechtigkeit Gottes wird aufgerichtet auf Erden. So, das beten wir. Und dann sagen wir gleichzeitig, wenn irgendwelche totalitären Regime sind, ja, aber das sind ja Unterordnungen, da stehen wir ganz duxen, dann machen wir nichts. Und der Herr gesegnet und gesegnet und gesegnet. Und irgendwelche Christen segnen irgendwelche boshaften Politiker, dass die kaum noch gerade ausgehen können, weil sie so gesegnet sind. Ja. Und sie segnen die Pläne des Bösen. Und das ist etwas sehr Schwieriges, weil dann ist es dem Feind gelungen, Beter, die eigentlich die Herrschaft und die Autorität Gottes aufrichten sollen, über eine Nation, wo auch immer und wie auch immer diese Nation sein mag, wenn die verführt werden und nur irgendwas beten, anstatt in dieser Position, dann hat der Feind nämlich seinen größten Gegner ausgeschaltet. Ja? Ja. Die Beter sind für ihn eine super, super gefährliche Kraft. Und wenn er die dazu bringt, irgendwas zu beten oder gar alles gut zu heißen, was er macht, dann hat er einen riesen Etappensieg gewonnen. Und das ist etwas, wo die Leute, die, sagen wir mal, Beter in eine falsche Richtung beten lassen, wo die auch Verantwortung, vor Gott Verantwortung haben und zur Rechenschaft gezogen werden müssen. Ja? Dann schau mal, was die Bibel sagt. Jesus sagt, ich habe euch Macht gegeben, Macht, zu treten auf Schlangen und Skorpione und Macht über alle Gewalt des Feindes und nichts wird euch schaden. Das heißt, wir sollen nicht gegen Fleisch und Blut kämpfen, aber wir sollen gegen die Mächte der Bosheit in der Himmelswelt kämpfen, gegen diese Dinge. Und wir sollen uns davon nicht zurückschrecken, sondern wir sollen sie benennen und wir sollen dagegen agieren. Ja? Alles, was böse ist, wir sollten dafür beten, dass diese Sachen gebrochen werden, dass sie offenbar werden, dass da Licht drauf kommt und so weiter. Ne? Denn Jesus, und das ist der Grund unseres Glaubens, Jesus, Epheser 1, Abvers 20, ja, da heißt es, mit der er in Christus gewirkt hat, es geht um Christus. Durch sie hat er ihn von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Über alle Reiche, also alle, ne? Er ist das Haupt über alle. Gewalt, Macht, Herrschaft und alles, was sonst zu einen Namen hat, nicht allein in dieser Welt, sondern auch in der zukünftigen. Und alles hat er unter seine Füße getan und hat ihn gesetzt, der Gemeinde zum Haupt über alles, welche sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Hier, das ist so grandios, dieser Vers, das musst du dir mal vorstellen. Das stimmt. Alles, dieser ganze Bereich, Reiche, Gewalt, Macht, Herrschaft, alles, was überhaupt einen Namen hat, ist unter den Füßen. Ja, von wem denn? Von Christus. Ne? Aber wie? Hat ihn, Jesus, gesetzt der Gemeinde zum Haupt, das Haupt des Leibes, welches sein Leib ist, nämlich die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Das heißt, der Leib Christi, darunter, unter den Füßen, ist der Feind und die Macht und all dieser Blödsinn. Ja, es ist unter den Füßen des Leibes und der Christus ist das Haupt. Es ist nicht so, dass all diese Dinge nur unter Jesus sind, sondern es ist unter dem Leib Christi. Und wenn du wiedergeboren bist, wenn du ein Kind Gottes bist, dann ist es unter der Gemeinde, unter dir. Ja. Der Feind mit all seinem Blödsinn ist unter deinen Füßen. Der ist nicht irgendwie über dir. Du hast Autorität, du hast Herrschaft. Und das ist etwas, was extrem wichtig ist, wenn es darum geht, unsere Identität in Christus. Verstehst du? So wenig Christen haben eine Ahnung, welche Identität sie haben, welche Position sie haben, welche Autorität sie haben und deshalb leben sie auch entsprechend. Aber das ist etwas Fürchterliches, weil der Feind beraubt uns und beraubt uns und beraubt uns. Denn wenn wir in unserer Position wären und in unserer Position vorwärts gehen, dann wird es für ihn nämlich ganz schön eng.
dann wird es für ihn schwierig. Und deshalb diese feindliche Propaganda ohne Ende. Während er gleichzeitig unter den Füßen von uns Christen ist. Ne? Matthäus 28, Vers 18. Jesus trat herzu und sprach zu ihnen, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Amen. Okay, ja. Er das Haupt, wir die Glieder, der Feind unten drunter. Alle Mächte, alle Gewalten, alles unten drunter. Alle Reiche unten drunter. Die Gemeinde, das Volk Gottes, der Leib Christi, hat die Position und die Autorität. So, und wenn du das dir bewusst machst, rein theoretisch wissen wir das alle, aber in der Praxis sieht das dann schon mal anders aus, sich in dem Bewusstsein dann auch zu beten und voranzugehen, ja, dann liest du beispielsweise 1. Petrus 2, Vers 9. Und da heißt es, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches, dreimal unterstreichen, Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Das stimmt. Die Dinge Gottes, die richtigen Dinge Gottes, die guten Dinge Gottes, die haben wir zu verkündigen, die haben wir umzusetzen. Wir sind aus der Finsternis in sein Licht berufen. Wir gehören Licht. Ja? Und das Licht, wo das Licht kommt, da werden die Werke der Finsternis offenbar. Yes. Ne? Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Nicht zu akzeptieren, nicht zur Seite zu schieben, nicht zu, wie soll ich mal sagen, klein zu halten, sondern zu zerstören. Offenbarung 1, Vers 6. Und hat uns gemacht zu einem Königtum, zu Priestern, seinem Gott und Vater. Ja, wir sind ein Königtum, ein christliches Königtum. Das heißt, ein König regiert, der deklariert, der gibt Befehle aus, der spricht, der proklamiert, solche Sachen. Und dann wird es umgesetzt. Ne? Das ist das, was wir im Gebet tun. Ein Priester wiederum kommt für jemand anders in Fürbitte und kommt zu dem Herrn und kommt in Fürbitte. Genau dazu sind wir aufgefordert, als Könige zu herrschen, indem wir in der geistlichen Dimension den Mächten und Gewalten Einhalt gebieten und sagen, das nicht, sondern wir richten die Gerechtigkeit Gottes auf. Und im Natürlichen eben als Priester zu kommen und für die Situation zu beten. Und ich glaube, so ist das auch zu verstehen. 2. Mose schon wird darauf hingewiesen, ja, dass Gott damals zu dem Volk Israel sagt, in 2. Mose 19, Vers 6, und ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und eine heilige Nation sein. Yes. Das sind die Worte, die du zu den Söhnen Israel reden sollst. Ja, gut. Und noch eine letzte Bibelstelle jetzt erstmal. Sprüche 14, Vers 34. Gerechtigkeit erhöht eine Nation, aber Sünde ist die Schande der Völker. Gerechtigkeit erhöht eine Nation. Und wenn in einer Nation keine Gerechtigkeit aufgerichtet wird oder Gerechtigkeit ausgehebelt wird, wo auch immer auf der Welt das sein mag, wenn Gerechtigkeit ausgehebelt wird, dann ist es etwas, was nicht in Ordnung ist. Und wo Christen nicht nur das Recht haben, sondern die Verantwortung haben, die Pflicht haben, aufzustehen und im Gebet dagegen anzugehen. Ja. Und zwar ohne irgendwelche komische Angst. Jetzt ist da ein großer Dämon, der schlägt mich sonst wie platt. Das ist fast abergläubisch, was manche Christen haben. Das ist doch, wir sind doch darauf hingewiesen, einfach in der Bibel, wie wir fortwärts zu gehen haben. Ne? So, wir haben Dinge zu lösen, wir haben Dinge zu binden, wir können das machen, wir müssen es tun. Du kannst keinen Waffenstillstand mit dem Feind machen, Nein. Das ist völliger Quatsch. Wer immer meint, nicht. Er kann da irgendwie sich arrangieren, ich sag dir, du wirst Mitläufer sein. Wie viele Christen Mitläufer waren im Nazireich. Ich sag dir, ich habe mich damit beschäftigt, du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viele Christen Hitler unterstützt haben. Steigbügelhalter waren, damit er überhaupt in Position kommt. Es ist schockierend. Unter anderem, weil sie einfach dieses Ding falsch verstanden haben mit dieser Obrigkeit. Ne? Gut, nochmal, in allem, wir kämpfen nicht gegen Mächte und Gewalten, wir kämpfen gegen Mächte und Gewalten, wir kämpfen nicht gegen Menschen, nicht gegen Fleisch und Blut. Und noch einmal, erlöse uns von dem Bösen, das fand ich wirklich gut. Also das, was der Pastor da auf den Punkt gekloppt hat. Und zum Abschluss möchte ich euch noch das allercoolste Geschichte, für mich oder für uns, die coolste Geschichte überhaupt für ein korrektes Verhalten nach dem Willen Gottes erzählen, die uns wirklich als Heldentat in der Bibel präsentiert wird und wo jemand genau
sich widersetzt hat, gegen dem, was die Obrigkeit gesagt hat. Und das ist die Story von Jonathan und seinem Waffenträger. Jonathan und sein Waffenträger. Die Situation war folgende. Der Feind, die Philister, waren im Land und haben da gewütet und gemacht und getan und hatten also Regionen da besetzt. Und Saul mit seiner Truppe war da unterwegs und irgendwie kam es zu einer Pattsituation. Ja, es kam zu einer Pattsituation und die einen bewegten sich nicht und die anderen bewegten sich. Ja, und dann, Saul hat also unter einem Granatapfelbaum, da so seinen Kriegsrat gehalten. Du musst wissen, ein Granatapfelbaum, das ist etwa so wie ein Apfelbäumchen bei dir zu Hause. Das ist kein Baum, das ist ein besserer Busch. Also ein Granatapfelbaum, nee, das ist keine Eiche, ja, das ist wie ein Obstgehölz. So, mehr ist es nicht. Also kleines Bäumchen, da haben die mit Hunderten von Leuten irgendwie gehockt und haben da Kriegsrat gehalten und es passierte nichts. Wochenlang gar nichts. Die haben da gesessen und gemacht. Ja, Granatapfel spricht im Prophetischen für Gesetz, für Gebot. Ja, erkläre ich jetzt nicht weiter. Gut, der Sohn von Saul, Jonathan, mit seinem Waffenträger, hatte irgendwann die Faxen sowas von dicke, dass er mal rumgestrunzt ist und hat sich das mal angeguckt. Und hat er gemerkt, da oben ist der Feind und lauert. Und irgendwie hat er gesagt, weißt du was, ich habe die Faxen dicke, wir gehen jetzt einfach und kraxeln da mal hoch und entweder hilft der Herr oder er hilft nicht. Gott kann durch viel oder wenig helfen. Hat er gesagt, genau. Und das war ein richtiges Himmelfahrtskommando, so im Natürlichen gesehen. Schon. Sein Vater hat Kriegsrat gehalten und niemand durfte sich entfernen. Das gibt hinterher einen richtigen Eklat. Ja, niemand durfte sich entfernen, das war nicht angeordnet. Der hat einfach gesagt, wie Elia, ich konfrontiere jetzt den Feind, mir langt's. Ja. Mir langt's. Ich bin nicht mehr bereit, hier mitzumachen und rumzusitzen. Und er ist losgegangen mit seinem Waffenträger und durch diese Schlucht hochgeklettert. Und dann fing er an, oben durch die Gnade des Herrn, einen Feind nach dem anderen haben die erledigt und dann kam Chaos ins Lager des Feindes und die sind einfach vorwärts gegangen und es gab richtig, richtig Tumult und sonst was. Und es hat gedauert, bis Saul unten mit seinen Männchen das mitgekriegt hat. Und dann waren die erstmal verwirrt, was macht man jetzt? Und es hat gedauert und so weiter, während die oben den Job gemacht haben. Und irgendwann kam es dann dazu, dass das Ganze dann in eine Schlacht kam und eben das Ganze dann tatsächlich dazu führte, dass der Feind besiegt worden ist und so weiter, dann lief das noch gar nicht mal so gut, weil Saul dann blöde Anordnungen gegeben hatte und so weiter. Und hinterher, völlig Banane, dann auch seinen eigenen Sohn aufgrund von diesem Losgeschichte dann sogar umbringen lassen wollte. Es ist fürchterlich. Ja? Was ich sagen will ist, die Vorgehensweise von dem Jonathan war, mir langt's jetzt. Mir langt's jetzt. Ich sitze nicht mehr länger rum und höre mir das Geschwafel an. Ich gehe los. Und der Herr hat Gnade gegeben ihm in dem, was er vorhatte. Genau die gleiche Story findest du mit David und Goliath. Ja, die ganzen Soldaten waren da und haben sich wochenlang das Gepläke von dem Goliath angehört. Mhm. Keiner hatte irgendwie, weil sie so eingeschüchtert waren, ja, den Mumm, da dagegen zu gehen. Und dann kam der hin und hat gesagt, was, dieser Unbeschnittene? Ja, und irgendwann, allerdings unter Absegnung dann von Saul, ist er gegangen und hat Goliath erledigt. Jemand, der sagt, ich spiele nicht mehr mit, was passiert denn hier? Ich stehe auf, ich akzeptiere das nicht länger. Und das wird als positiv in der Bibel gesehen. Das sind Helden, die Leute, die das System konfrontieren, wenn es widergöttlich ist, sind Helden. Lest mal Jeremia, der hat gelitten, weil er das System konfrontiert hat. Ja? Lest doch mal die Propheten, die sind gegen das System angegangen, weil sie sagen, hier ist absolut, was hier passiert ist, nicht in Ordnung. Micha, eine extrem interessante Person, die wirklich keinen Respekt hatte vor irgendwelchen Königen, sondern die einfach gesagt hat, hier pass mal auf, also das eine sage ich dir, wenn der König, den ich als gerecht empfinde, nicht mich gebeten hätte, ich würde nicht mal antworten. Ja? Der war einfach in einer Position, wo er wusste, wer er ist und der war nicht politisch korrekt. Elia war nicht politisch korrekt, Mose war nicht politisch korrekt, Jonathan war nicht politisch korrekt, David war nicht politisch korrekt. Hä? Wie angepasst wollen wir denn noch leben als Christen? Was wollen wir denn noch alles akzeptieren? Wo wollen wir denn noch überall sagen, ja, das Gute, was die Welt sagt, ist gut, auch wenn
Die Bibel sagt, es ist böse und umgekehrt. Wo wollen wir noch Licht zu Finsternis erklären und Gutes zu Böse nennen? Wir müssen aufpassen, Leute, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Falle gehen, als Christen, überall auf der Welt, die momentan da lauert. Durch die Angst, durch dieses ganze Verhalten und so weiter. Ja, so, und jetzt nochmal, und dann bin ich fertig, diese Bibelstelle in Römer 13. Stell dir vor, der Souverän ist das Volk in einer Demokratie. Und untergeordneten Kräfte verhalten sich nicht so, dass sie dem Volk dienen. Dann wird es nämlich so sein, jede Seele unterwerfe sich den übergeordneten staatlichen Mächten. Das heißt, alle müssen sich diesem Volkswillen unterwerfen. Denn es ist keine staatliche Macht außer von Gott und die Bestehenden sind von Gott verordnet. Das ist Demokratie. Wir leben in einer Demokratie und ich bin echt überzeugt, dass Gott uns die Gnade geschenkt hat, in einer Demokratie leben zu dürfen. Ja, so, und das ist etwas, was von Gott ist. Ne? Wer sich daher der staatlichen Macht widersetzt, also dem, was da gesetzt ist, indem er beispielsweise wieder göttliche Sachen versucht durchzusetzen, widersteht der Anordnung Gottes, nämlich dass das Volk der Souverän ist. Die aber widerstehen, werden ihr Urteil empfangen. So ist es. Denn die Regenten sind nicht ein Schrecken für das gute Werk, sondern für das böse. Willst du dich aber vor der staatlichen Macht nicht fürchten, so tue das Gute. Das gilt für die Diener des Volkes, genauso wie für jeden anderen. Die müssen Gutes tun. Sie müssen das Richtige tun, sie müssen Gerechtes tun. Dann wirst du Lob von ihr haben. Ne? Und so weiter und so weiter. Es ist notwendig, unterzutan, nicht allein der Strafe wegen, sondern auch des Gewissens wegen. Ich sag dir, wir beten dafür, dass die Leute, die in dem System widergöttliches versuchen, durch irgendwelche Machtpositionen, die sie eigentlich als Diener des Volkes haben, wo sie irgendwelche komischen Sachen machen, dass die abgesetzt werden, dass da Licht drauf kommt. Licht, wir beten extrem viel für Licht. Wir beten extrem viel dafür, dass Sachen offenbar werden, ans Licht kommen. Und hier dieses Ding von dem diesem Menschen da im Bundesinnenministerium, hey, ich bete dafür, ehrlich, dass dieser Mann erhoben wird und diejenigen, die ihn versuchen, zur Unperson zu machen und diejenigen, die ihn da diese ganzen Disziplinarverfahren und sowas alles machen, diejenigen, die mitspielen, die Ja-Sager und Speichellecker, dass die zur Rechenschaft gezogen werden. Stimmt. Hier ist doch jemand, der sagt die Wahrheit im Sinne des Volkes. Es ist eine zutiefst ehrliche, korrekte, saubere Persönlichkeit. Und da muss man einfach sagen, wir beten dafür, dass der erhoben wird und dass der gesegnet wird und dass diejenigen, die Böses versuchen umzusetzen, dass die abgestraft werden. Und wir glauben, dass das wirklich nach dem Willen Gottes ist. Ne? So, und genau, gebt dem alles, was ihnen schuldig seid, Steuer, Zoll, Furcht und Ehre und so weiter. Und dann nochmal, wie gesagt, wir sind aufgefordert, für die Obrigkeit zu beten, wir sind aufgefordert, zu danken, wir sind aufgefordert zu flehen, Fürbitte zu leisten. Ne? Das ist so, ja, und das ist auch gut und richtig so. Und es ist Gottes Wille, dass wir dafür beten. Aber wie gesagt, in einer Art und Weise, die dem Wort Gottes entspricht. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und die Autorität, die uns gegeben ist, ist etwas, die wir ausüben müssen, um das Gute und Gott Wohlgefällige wirklich überall auf der Welt, überall, wo Christen sind, das wirklich umzusetzen. Starke Worte. Das gibt uns wirklich viel zu denken. Das hat uns auch über viele Monate jetzt begleitet, dass wir einfach uns auch selbst positionieren konnten, dass wir wirklich auch lernen, Gerechtigkeit hier auf zu richten, in unseren Gebeten zu stehen für die Sachen des Herrn, für seine Agenda, zu erkennen und zu hören, Herr, was möchtest du, dass wir tun sollen, dass wir beten sollen, dass wir sagen sollen. Es gibt auch Sachen, wo man nichts sagen soll, das stimmt, aber Christen sind oft so geneigt zur Stille, dass man eben nichts sagt, dann ist es am einfachsten. Und das muss unseres Erachtens nach aufhören, vor allen Dingen im Gebet, sondern wir müssen im Gebet die Position des Lichts einnehmen, die Position der königlichen und priesterlichen Autorität, die Jesus uns gegeben hat. Amen. Amen. Willst du noch uns kurz im Gebet leiten?
zum Abschluss? Kurz. Kurz. Ja, kurz. Kurz beten kurz. Konnte es ich noch nie schon gut. Lang. Für den Nach. Okay, gut. Ja, dann lass uns noch beten. Auch für die Beter, denke ich. Ja. Ich weiß ja nicht, weißt du, vielleicht sagst du, das ist jetzt gar nicht mein Ding, also was habe ich mit der Obrigkeit zu schaffen oder Politik ist ein schmutziges Geschäft, möchte ich nichts mit zu tun haben, ging mir auch lange Zeit so. Ich habe gesagt, das ist einfach nicht mein Ding. Ich konzentriere mich aufs Reich Gottes und so weiter. Aber irgendwie durch diese prophetischen Worte hat der Herr mich da in diese Sache geschoben und ich denke einfach, also zumindest für die, zu denen es spricht, die merken, dass da der Herr sie anrührt, ist es etwas, dass man sagt, okay, wir reihen uns ein und beten, dass Gerechtigkeit einfach und die Absichten Gottes zustande kommen. Yes. Ja, und in diesem prophetischen Wort ist es auch so, dass der Herr sagt, er wird Veränderung schenken und es wird Erwecken kommen und es wird einen gewaltigen Aufbruch geben. Und das müssen wir im Gebet, können wir im Gebet auch vorbereiten. Ja? Und von daher einfach dieses Thema, was für mich heute oder für uns sehr, sehr wichtig war. Amen. Ne? Mhm. Okay. Herr, wir danken dir dafür, dass wir im Gebet zu dir kommen können und jederzeit vor deinem Thron beten. Und wir erklären, dass die Maßstäbe Gottes aufgerichtet werden in unserer Nation, wo wir sind. Dass deine Absichten zustande kommen. Amen. Zustande kommt der Ratschluss des Herrn. Wir sagen, was immer an Mächten, an Kräften, an Gewalten da ist, die auf irgendwelche Art und Weise hinter den Kulissen irgendwelche Dinge versuchen umzusetzen. Wir sagen, dass sie bloßgestellt sein sollen. Wir sagen, dass sie offenbar gemacht werden sollen. Und dass die Leute, die von ihnen missbraucht werden oder gebraucht werden, dass die weggenommen werden, Herr. Und dass gute Leute in Position kommen. Es gibt sehr gute Politiker. Es gibt sehr ehrliche Politiker. Es gibt Leute, die sind mit ganzem Herzen dabei. Es gibt sehr gute Journalisten. Es gibt ganz hervorragende Redakteure. Es gibt super gute Leute in den Medien. Es gibt super gute Leute in jedem gesellschaftlichen Bereich. Es gibt treue Leute und wir beten einfach, Herr, dass du die richtigen Menschen erhebst, dass du sie in Position bringst und dass Leute kommen, die wirklich nach deinem Willen und nach deinen Absichten dieses Land regieren. Wir sprechen aus, dass die Mächte und Gewalten, die es einfach zu verhindern versuchen, bloßgestellt sind, isoliert sind, einfach, dass sie weichen müssen. Yes. Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Wir sagen, Deutschland ist reif für Erweckung. Deutschland ist reif für eine gewaltige Bewegung Gottes. Und wir rufen es hervor mit dem, was du uns gesagt hast, Herr. Wir danken dir für das prophetische Wort. Wir danken dir dafür, dass du sagst, was du tun willst und was du tun wirst. Und Herr, wir wollen zumindest danach beten und wollen uns danach ausstrecken, dass das, was du sagst, dass das wirklich umgesetzt wird. Herr, wir preisen und ehren dich, damit dein Wille geschieht, wie es im Vater unser steht. Ja, wie es im Vater unser immer wieder auf der ganzen Welt Millionen von Menschen beten. Ja, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Amen. 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 Seid gesegnet mit diesem ganzen langen Abendprogramm. Volle Breitseite. Mit den vielen Worten, vielen Eindrücken, viel nachzudenken. Aber wir sind sicher, der Heilige Geist wird es euch wieder hervorbringen, wird euch an alles erinnern, was ihr wissen sollt. Und so segnen wir euch von hier aus. Wir freuen uns, euch nächsten Freitag wieder zu treffen. Also auf Facebook ist das auch verfügbar, das kannst du, wenn du möchtest, dann nochmal anschauen. Genau, diesen Abend kannst du auf Facebook nochmal sehen. Wir werden auch dahin gehen, dass wir auf unserer Webseite diese YouTube. Abende hinstellen. Und wir werden technisch mal besser. Wir arbeiten dran. Und schau dich ein bisschen auf der Webseite um, dass du immer informiert bleibst, was sich so tut bei uns. Und bestell das Buch. Seid gesegnet. Gott mit euch. Gott hat mehr für dich. Eine super Woche. Ciao, Amen. Ciao. Blessings. Ciao.